Sie sehen ja hier auf der Credere.eu, da finden Sie auf jeden Fall einen Link sozusagen zu diesem Videokanal. Das ist der Credere-Channel bei YouTube, wo ich alle Vorträge und vor allen Dingen auch die Diskussionen, weil letztendlich die Diskussionen sind ja das, was es spannend macht. Was bewegt die Leute, was beschäftigt die Leute, was ist klar, was ist unklar. Deswegen auch für mich, so, also von meiner Seite so wichtig zu sagen, gerade die Diskussion ist das Spannende, wer sich da sozusagen weiter reinhängen möchte, das auch im Internet anzuschauen. Also da sind die ganzen Vorträge, auch die Folien drin? Ja, die Folien sind sozusagen im Vortrag dann mit, die werde ich dort auf jeden Fall einbetten. Also im Video ist das auf jeden Fall alles zu sehen. Okay. Ja, bitte. Ne? Ich habe, glaube ich, drei Fragen. Die erste Frage, pro Kopf heißt das, wenn eine Familie 5 Kinder hat, kriegt sie diesen Betrag mal 5. Ja, also jeder also bekommt einen individuellen. Den Betrag bekommt es, bekommen die auch, wenn das 6. Kind geboren wird, sofort. Ja, ja, also das 6. Kind, sobald es geboren wird, ja. Hat es sein eigenes Konto, wo das sozusagen aufläuft. Gut, das ist die erste Frage. Die zweite Frage wäre, hieße das so ähnlich wie das bedingungslose Grundeinkommen, das gleiche Konzept, läuft es darauf hinaus im Endeffekt? Oder kann man dazu, wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, noch was dazu verdienen? Also erstmal, es ist nicht ganz das gleiche Konzept wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, weil das bedingungslose Grundeinkommen, die werden normalerweise über staatliche Steuern und Abgaben oder Sozialversicherungen finanziert. Hier ist es so, deswegen nenne ich das lieber freiwilliges Grundeinkommen, was da drin steckt. Weil hier ist auch die Finanzierung freiwillig. Weil Sie müssen ja bei Credere nicht mitmachen. Ich habe ja gesagt, jeder, der bereit ist, der so weit ist zu sagen, okay, das passt, diese Überlegung, die ich gerade alle geschildert habe, kann ich zustimmen. Dann mache ich da mit, zahle die 10 Euro und profitiere von der Geldschöpfung und schaue, dass Unternehmer das irgendwie annehmen und ich dafür meine Güter oder meinen Tagesbedarf und sonst was decken kann. Deswegen lieber freiwilliges Grundeinkommen. Ansonsten ist es von der Systematik natürlich mit den gleichen Zielstellungen zu sagen, Emanzipation von den verschiedenen Zwängen und Problemen, die wir heute haben. Ein Verständnis, Sie sagen 10 Euro pro Monat. Pro Person. Und mit dem wollen Sie dann hier diese 1000 Euro am Ende Geldo finanzieren? Durch Geldschöpfung? Nicht die Credere werden damit finanziert, sondern die Strukturen, das System. Das heißt, das Farmsystem, die Computer, die Mitarbeiter und im Endeffekt weitere begleitende Maßnahmen, meinetwegen Aufbau zum Beispiel von dem Versorgungsläden, die sozusagen dann auch über Credere finanziert werden können und da bezahlt werden können. Also je nachdem, also sind noch verschiedene Bausteine möglich, aber das ist sozusagen alles nur parallel dazu ergänzen als Infrastruktur. Ah. Infrastruktur, um dieses Zahlungssystem sozusagen zu stabilisieren und zu ermöglichen. Und wo kommen dann die 1000 Credere? Die werden aus dem Nichts geschöpft. Geldschöpfung. Okay. Die hat noch die dritte Frage. Genau. Zwei hatte ich, jetzt kommt die dritte. Das, die Hauptmenge des Reichtums in Form von Euro befindet sich in Händen weniger, ja, in Deutschland. Wie will man das lösen, dass man diese wenigen, die ganz viel Kapital haben, die auch die Eigentümer an Produktionsmitteln sind, ja, wie will man die dazu bringen, mitzumachen? Ja? Um ihre Macht, die müssten sie ja freiwillig aufgeben, ja, zu reduzieren. Wie soll das funktionieren? Also meine Vorstellung ist, gerade weil ich Credere ja sozusagen komplementär aufbaue, ist, ich brauche erstmal deren Unterstützung erstmal potenziell nicht. Ich kann das System ja ohne aufbauen. Und die Sache ist, das Problem sozusagen bestehende Verhältnisse zu ändern, ist immer ziemlich schwierig. Und die Frage ist, ob man das durch Überzeugung oder im Endeffekt später, man meint, das mit Gewalt lösen zu können. Ich halte solche Wege für sehr schlecht. Deswegen zu sagen, ich habe hier mit Credere sozusagen ein trojanisches Pferd. Weil diese 12% Minus, die Frage ist, wie viele Menschen sind sozusagen bereit, das erstmal mitzumachen? Weil für einen Unternehmer ist es jetzt erstmal, wenn für den das Geld sozusagen annehmbar ist, so wie zum Beispiel heute Bitcoin und einige entscheiden sich auch schon heute Bitcoin anzunehmen, dann kann der da mitmachen. Und dann ist sozusagen das trojanische Pferd diejenigen, die jetzt bei ihm zum Beispiel Aktien haben und Dividenden bekommen. Die haben dann die Entscheidung, entweder sie steigen aus dem Unternehmen aus, weil der sagt jetzt, also ich nehme jetzt so viel Credere ein, ihr bekommt entweder 50-50, 50% Euro, 50% Credere als Dividende gezahlt, oder ihr steigt halt aus. Und da ist jetzt das Spannende, wenn die in den sozusagen sauren Apfel beißt, Credere einzunehmen, dann löst sich dieses Riesenproblem mit den Geldmengen von alleine. Weil diese 12% sozusagen Verlust, die müssen sie erstmal kompensieren. Und das ist sozusagen meine Strategie zu sagen,
wir fangen auf der einen Seite an mit den Menschen, die es brauchen, und wir kommen sowieso zu diesen Geldvermögen. Weil es werden ja auf jeden Fall dann auch Kapitaleinkünfte sozusagen über die bisherigen Transfergedanken, Überlegungen auch dorthin fließen. Und die werden dann für den Ausgleich sorgen. Die werden sozusagen auf einem langsamen Weg, aus meiner Sicht nicht schmerzhaft, nicht gewalttätig, nicht Überzeugung, zwangsweise irgendwas, werden wir aber trotzdem für diese Veränderung sorgen. Das ist zumindest meine Überlegung. Zusatzfrage, ja. Die werden es doch boykottieren, die werden doch ihre Macht, die sie mit, in Form des Geldes haben, nie aufgeben. Sie werden das trojanische Pferd erkennen und ich sag's Ihnen ja auch hier, ganz klar. Die Sache ist, es ist mir egal, ob Sie es erkennen. Die Frage ist, ob ich Sie ausreichend überzeugen kann, es zu verstehen und es trotzdem zu akzeptieren, egal was dann irgendwo in der Presse geschrieben wird. Das ist halt dann meine Aufgabe, zu sagen, Vertrauen zu wecken und zu sagen, das läuft so, wie ich es schildere. Weil die Sache ist, ich hatte erst vor kurzem gerade genau diesen Aspekt angesprochen. Aus meiner Sicht basiert der Glaube daran, dass Geld Macht bedeutet, daran, weil wir es glauben. Nicht, dass Geld macht die Macht, sondern weil wir dem Geld diese Macht beimessen, haben sie diese Macht. Und deswegen, wenn wir hier ein Komplementärwährungsproblem haben, dann sollen die doch ihr Geld behalten. Wer will es denn haben? Weil wir haben doch dann unser eigenes und davon haben wir mehr als genug. Eine ganz praktische Frage. Ich glaube jetzt mal an Sie und dann habe ich nur noch dieses Geld. Ja? So, jetzt habe ich ein Problem. Wir haben Januar 2016. So, da kommt die Jahresrechnung Kfz-Steuer, meine Straßenbahnkarte, die FAZ, meine Spenden. Also ein paar tausend Euro kommen im Januar. So viel Rente habe ich auch nicht, auch wenn ich sie in Kredere da begebe, sagen wir mal, die 4.000 oder 5.000, die im Januar jetzt kommen. Ja. Und wenn ich die dann im letzten Jahr angespart habe, kriege ich aber vorher was abgezogen, damit ich im Januar meine Jahresrechnungen dann aber voll zahlen muss. Also da wäre es zumindest von der Strategie her zu sagen, die Jahresrechnung aufzulösen und auf Monatsbasis zu machen. Nee, das ist ja teurer. Ich spare ja daran, dass ich die Jahresrechnung... Naja, das ist dann die Frage, ob es mit der Lehre immer noch günstiger ist. Und wenn ich das dann auf, dann kann ich mir es auch abziehen lassen, weil das macht schon was aus, dass ich das gleich im Januar für das ganze Jahr alles zahle. Dann halt im Dezember sparen. Nee, die kriege ich ja 10% abgezogen. Nein, vorher zahlen, bevor der Abzug kommt. Nein, also die Sache ist, ja natürlich, also wenn Sie im Endeffekt sagen, Sie machen das alles sozusagen on block, weil Sie da nach dem heutigen System Geld sparen, das neue System wird sozusagen andere Kostenanreize setzen. Ob es für Sie dann noch sinnvoll ist, sozusagen auch im Januar zu zahlen, weiß ich nicht. Aber dann bläse ich ja auch das ganze Geldsystem wieder auf. Heute habe ich kostenmäßig bei der Bank nur eine Einzugsermächtigung. Dann tue ich die wieder auf 12 Monate spalten. Das kostet ja in Kredere nichts. Also zumindest nicht mehr als 17 Euro. Die Rechnung ist höher. Nein, die direkten Kosten sind ja mit den 10 Euro ist alles abgedeckt. Das heißt, Sie können beliebige Transaktionen in beliebigem Umfang und beliebiger Höhe machen. Sie haben keine prozentualen Gebühren, Sie haben keine Transaktionskosten und sonst was. Auch der Empfänger nicht. Ja. Ob jetzt die, also zum Beispiel die MVVs, die MVVs haben ja gerne deswegen, weil sie das ganze Jahr im Voraus zahlen. Das heißt, sie bekommen das Geld im Voraus. Die Frage ist, ob die in Kredere das überhaupt noch anbieten. Weil welchen Sinn macht es für die, sozusagen im Voraus ein Jahr Kredere zu bekommen, wenn die damit schon Gehälter für die nächsten Monate finanzieren? Auch für die Betriebe wird es ja nicht sinnvoll, Liquidität in größerem Ausmaß zu halten, weil auch die machen ja dann die Verluste. Ja. Also solange das nicht voll umgestellt bin, tue ich nicht nur Vertrauen in sie setzen, sondern ich mache auch den Verlust. Bis in 10 Jahre mal alles in dem anderen läuft. Nein, parallel weiter die FAZ und das in Euro bezahlen, weil das, ja das funktioniert dann, es läuft ja parallel. Ja, es läuft ja parallel. Und da, wo es sinnvoll ist, auch Kredite irgendwann mal komplett. Ja, irgendwann änderst du vielleicht deine Meinung, weil sich die Volumenverhältnisse geändert haben. Da kommt eines Tages ein Schreiben: Liebe Renate, hier ist die FAZ, wir bieten Folgendes an. Wir haben davon Kredere gehört. Ne? Dann wackelst du schon und steigst mit der FAZ hoch. Und so stellt er sich das vor, geht das Schritt für Schritt. Ich wollte nur fragen, was ist dann, wenn man hat, also bekommt 1000 Kredere, und man will sich jetzt irgendeinen großen BMW kaufen. Ja, dann kann ich mit meinen 1000 Kredere weniger anfangen wohl, ja. Die Firma BMW wird die nicht in Zahlung nehmen. Ja.
und das heißt, dass der muss den Rest eben doch in Euro zahlen, oder? Genau. Also klar, ich kann nicht bestimmen, welche Waren sie dafür bekommen. Das müssen die Unternehmer machen. Das ist deren Kalkulation, ob die sozusagen so weit sind, zu sagen, zum einen, ob die Systematik überhaupt sinnvoll ist oder ob es andere Anreize für die Unternehmer gibt, zu sagen, ich kann letztlich, weil es geht ja auch um mehr Umsatz, weil der Euro-Umsatz ist gedeckelt, die Euros sind ausgegeben und danach ist nur noch Kredere da und dann kann sich der Unternehmer immer noch entscheiden, so sagen, okay, ich habe jetzt noch 5 von diesen Dingern auf Lager, die kriege ich nicht los, wenn ich sie nicht in Kredere verkaufe. Er wird das Leasing anbieten und das wird saugünstig sein, weil er dann nämlich die 12% spart. Der Unternehmer. Zum Beispiel. Also es kann das Leasing wird dem Unternehmer erheblich mehr bedeuten als heute die Barzahler. Ja, weil er damit sozusagen seinen Liquiditätsverlust vermeidet. Ja. Thema. Unser jetziges Geld, seit 4000 Jahren alt hergebracht, war schon immer so. Hat den Vorteil, hat mal einer rausgearbeitet, hat gesagt, ist mit einem Joker behaftet. Ist den Gütern und Dienstleistungen des alltäglichen Lebens, die auf dem Markt angeboten werden, überlegen. Denn wenn ich eine Flasche Bier mir kaufe jetzt und mache die auf, dann kann ich die in 3 Tagen, ist die nichts wert. Wenn ich aber das Geld nehme, sage ich, brauche das jetzt für 3 Tage nicht und ich habe genug davon, gehe ich zur Bank und sage, du kannst mein Geld kriegen. Dann sagen die, ja, gib her damit, du kriegst sogar von mir Zinsen. Da sagt also derjenige, der Geldbesitzer ist, also der Kapitalist, böse ausgedrückt, ich will Geld haben, wo ich einen Vorteil habe. Beim Kredere, ja, da schwindet ja das Geld. Ja, so ein Geld, ja, oder sowas, nee, das ist es nicht. Und so wird dann, sagen wir mal, die Presse wird das dann mies machen. Ich, an der, nee, an, also an der Stelle, wenn die Presse zumindest über mich schreibt, bin ich schon sehr froh. Ja, aber man hat es ja gemerkt, was jetzt in Köln los war. Die haben 5 Tage lang ihre Läden runter gehabt. Und als es nicht mehr anders ging, jetzt erst kommen sie und dürfen berichten. Ja, so ist das. Deshalb heißt es nicht lügen. Nein, also Meinungsbildung. Ich habe kein Problem damit, dass der Glaube Berge versetzen kann. Es gibt ja Religionen, obwohl ich nicht religiös bin. Aber ich glaube gerade nicht, dass Geld aus dem Glauben heraus funktioniert. Beispielsweise, du könntest innerhalb von einem Tag das gesamte Geldsystem zusammenbrechen, auch wenn alle noch dran glauben, wenn du eine einzige Rechtsänderung machst, nämlich, dass Ansprüche im Geld nicht mehr einklagbar sind. Dann würde mit einem Schlag würde das Ganze zusammenbrechen. Und das ist auch der Grund, warum das System funktioniert. Dass du praktisch mit der ganzen Macht des Staates eine Forderung zurück an Anspruch aufs Geld durchsetzen kannst. Und da hätte ich gerne nochmal deine Rückmeldung. Ich tue mich sehr, sehr schwer mit dieser Vorstellung, Geld funktioniert, weil wir glauben, dass es funktioniert. Ich glaube, das ist es genau nicht. Also zumindest ein Aspekt, der sozusagen deine Sichtweise zumindest noch bestätigt, ist ja, diese ganze Finanzblase hatte erst dann an Gewicht angenommen, als sozusagen auch solche OTC und solche sozusagen Wettgeschäfte auf die Zukunft, diese Put and Call, noch ein paar andere auch, einklagbar geworden sind. Vorher galten die als Wettschulden und Wettschulden sind nicht einklagbar. Die Frage ist aber, das ist ja heute noch so, die Frage ist, spielt trotzdem jemand bei Wetten um Geld? Es gibt ja alles Mögliche an Wetten und die Leute machen es trotzdem, obwohl es nicht einklagbar ist. Die Gewinne sind nicht einklagbar. Also die Frage ist, in diesem System letztlich, da es sozusagen auch von Menschen für Menschen gemacht wird oder zwischen den Menschen stattfindet, meine Überzeugung ist, dass das Vertrauen reicht. Weil letztlich auf der langen Frist ist die Frage, was wollen wir mit dem Staat eigentlich? Was genau soll der tun? Soll er tatsächlich als dieser Gläubiger, als Durchsetzer, als Gewaltpotentat letztlich weiterhin die Instanz sein, die dafür sorgt, dass es funktioniert? Das Monopol dazu hat er auch. Das hat er sich angeeignet auch. Aber die Frage ist, wollen wir das beibehalten? Also wollen wir tatsächlich einen Gewaltmonopolisten unter uns haben, der sozusagen legitimiert ist, Gewalt gegen andere aufzuwenden? Weil ich möchte lieber in einer Gesellschaft werden, in der es niemandem, auch nicht dem Staat erlaubt ist, oder soweit es solche Instanzen gibt, gegen irgendjemanden Gewalt anzuwenden. Und für mich persönlich legitimiert es überhaupt nicht. Weil wenn ich
mir anschaue, was es bedeutet, Recht zu haben und Recht zu bekommen, sind in diesem Land sowieso ganz andere Geschichten. Das heißt, es mag zwar formal für manche Sachen oder für manche Gruppen interessant sein, dass Dinge durchsetzbar sind. Deswegen machen die manche Sachen. Große Firmen mit ihren Herren von Anwälten. Aber im Endeffekt, die für mich wieder interessant sind, die kleinen Unternehmer, die wissen, dass sie vor Gericht sowieso nichts reißen können. Das heißt, für die ist Vertrauen wichtig. Für die ist es wichtig, dass die vertrauen darauf, dass ihr Kunde zahlt. Und ich denke, das ist das, was es notwendig macht. Weil wenn ich mir überlege, wie viele Handwerker, die habe ich vorher nicht gekannt. Die haben bei mir auf Rechnung gearbeitet und darauf vertraut, dass ich in einem Monat im Endeffekt deren Rechnung bezahle. Und weil sie wissen, dass die Mahnbescheidsanwendung der Bundesregierung die am meisten und profitabelste Anwendung des Bundes überhaupt ist. Nicht alle, nicht alle. Also ich hab auch mit Leuten zu tun gehabt, die ganz schnell im Endeffekt auf sozusagen schwierige Forderungen auch schnell bereit waren zu verzichten und nochmal miteinander zu reden. Also ich denke, es kommt darauf an, was für Erfahrung der Unternehmer hat. Wenn er vielleicht mit dieser Software sozusagen schon so gute Erfahrung hat und sieht, ah, kann ich machen. Und dann kommt wahrscheinlich auch die Sache, wo er mehr durchsetzen kann, als er macht. Ich denke, das ist so ein wackeliges Konstrukt. Ich denke, das Vertrauen wird länger fruchten und wird auch mehr ertragen. Also zu diesem Punkt staatliches Gewaltmonopol will ich jetzt mal nichts sagen. Da hätte ich, aber das wird ein anderer Punkt, da sehe ich also auch etwas anders. Aber sag mal, es hängt mit dem zusammen, worauf ich raus wollte. Also womit ich ein Problem habe, ist die Vorstellung, man kann sozusagen da mal irgendwie sowas sich aufbauen lassen, was dieses ganze Wirtschaftssystem, Geldsystem, Wirtschaftssystem letztlich also aus den Angeln heben würde. Das kann man einfach so machen und das wird dann irgendwann allmählich so die anderen in den Hintergrund drängen und irgendwann bleibt denen gar nichts anderes mehr übrig, als das irgendwie zu übernehmen. Also das glaube ich einfach nicht. Und zwar Sie haben ja vorhin irgendwie gesagt, also das Geldsystem hängt nur, das spielt ja jetzt auch wieder eine Rolle, an dem Vertrauen sozusagen. Das ist natürlich zum Teil schon richtig, sagen wir mal, das ganze Banksystem würde natürlich nicht funktionieren, wenn sozusagen alle ihre Einlagen einfordern würden. Aber es spielen schon auch politische Interessen und Macht eine Rolle. Also sagen wir mal, Geld heißt nicht nur Reichtum. Beruht nicht nur auf dem Vertrauen, sondern schlichtweg auf Macht, die im Zweifel auch mobilisierbar ist. Das wäre also, sagen wir mal, schon mal, dass also der ganze Einzelhandel in Deutschland wird von 3-4 Konzernen, oder es mag 5 sein, beherrscht. Also wenn die sagen, wir nehmen das, wir machen das nicht, dann machen die das nicht. Und dann kriegt man halt nichts für die Kredere zu kaufen. Und wenn das nicht reicht, dann sagen wir mal, was im Zweifel Geld und Macht bedeutet, das kann man dann in Ländern wie Mexiko sehen, wo man also noch ganz andere Machtpotenziale mit Geld mobilisieren kann, um seine Interessen durchzusetzen. Also das kann ich mir, das glaube ich einfach, und glauben jetzt, ich bin überzeugt davon, dass das eben so einfach nicht funktionieren kann, weil es an ganz grundsätzliche Machtinteressen rühren würde. Und die Macht ist ein Privileg und Privilegien lässt man sich ungern nehmen. Kannst du das drauf einbauen jetzt? Oder? Ja, ich würde ganz kurz. Weil die Sache, die Machtfrage ist, die stellt sich aber so oder so irgendwann. Ob wir jetzt Kredere benutzen, ob wir in dem System sozusagen jetzt ohne größere Änderung sind. Die Frage ist, wie lange wollen wir das, was mit uns gemacht wird, weiterhin geschehen lassen? Und die Frage ist, wie wir diese Machtfrage am ehesten stellen. Wenn wir sozusagen erstmal friedlich letztlich anfangen, so ein Komplementärsystem aufzubauen, mit dem sich zumindest Einzelpersonen anfangen können rauszuziehen, dann ist die Frage, was sind die Optionen? Weil natürlich wird es irgendwann den Konflikt geben und wir werden dorthin laufen zu sagen, okay, wir werden irgendwann die Konfrontation, nicht wir werden die suchen, sondern wir werden sie bekommen, also das ist klar. Auf der einen Seite natürlich vom Staat, weil die erste Frage ist, wenn Unternehmer meinetwegen 30% ihrer Umsätze in Kredere mal machen, also so ein paar kleinere, irgendwas, Mittelständler und so weiter, tatsächlich da aufgestiegen sind. Was sagen die dann dem Staat, wenn er sagt, ich will jetzt hier Euro-Steuern haben? Und er sagt, habe ich nicht.
Weil im Endeffekt meine Euros sind alle und ich habe jetzt hier höchstens noch Kriterien zu zahlen. Und dann steht der Staat spätestens dann sozusagen hier bei mir, bei der Institution als Betreiber, die Stiftung meinetwegen, die dieses Ding dort sozusagen leitet und macht, steht der Staat spätestens dann dort und sagt, was soll das jetzt hier werden? Und dann ist die Frage, ist der Staat sozusagen in der Lage, die Meinung so weit zu drehen, dass Kriterien verboten wird? Das heißt, dass wieder Gesetze gemacht werden, die Komplementärwährung verbieten, hat der Staat ja auch schon gemacht. Zum Beispiel. Oder ob im Endeffekt die Frage ist, die Machtfrage stellt sich dann, je nachdem wie schnell und wie viel wir aufgebaut haben, und ob wir sie dann umgekehrt auch stellen können, zu sagen, versuch's doch mal. Weil wir haben heute das Internet, wir sind im Zweifelsfall sozusagen außerhalb der Durchsetzungsfähigkeit dieses Staates und können die Dinge trotzdem betreiben. Wer will heute noch ein Bitcoin auflösen, verhindern, zerstören? Klar ist das jetzt nicht so gedacht als so eine Internetwährung, aber ich denke, wir kommen um die Machtfrage nicht drum rum, wenn wir etwas ändern wollen. Die Frage ist, ob wir vorher zurückzucken und sozusagen gar nicht erst anfangen oder ob wir zumindest, das ist eine Idee, vielleicht gibt es noch 20.000 andere Ideen, die irgendetwas anfangen und dann ist der Staat genug beschäftigt, sozusagen jede von diesen Ideen zur Untersuchung, die irgendwas machen und ob er die sozusagen die verschiedenen Ideen rechtzeitig stoppen kann, bevor sie einen Push bekommen. Wir sehen ja, dass manche virale Ideen, die brauchen vielleicht ein halbes Jahr, dann sind die so groß. Wer würde heute noch versuchen, Facebook zu unterbinden? Also oberflächlich höre ich, dass da jemand eine Komplementärwährung einführen will. Das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal. Das gibt es auch ja schon in der Praxis. Zwei Fragen. Worin unterscheidet sich eine solche Komplementärwährung von den Komplementärwährungen, die wir auch schon in der Praxis kennen? Also Regionalgeld X in Regionen, wo auch immer, oder bestimmte Sektoralgelder, die es gibt, branchenbezogen. Es gibt Pflegewährungen außerhalb der, ja, du kennst die Dinge, die ich meine. Zum Beispiel. Ja. Dann gibt es in der Schweiz die Wirbank zum Beispiel, die sich als Komplementärbank versteht, mit dem Element zinsfrei zum Beispiel. Also Elemente, die du ansprichst, verkörpern andere ja schon in der Praxis. Jetzt wäre meine Frage, worin unterscheidet sich das von denen, die da schon in der Praxis sind? Und die zweite Frage ist, am Beispiel Wirbank sieht man, die hat einen hohen Stellenwert in der Wirtschaft. Also die im hohen Maße finanziert sich die mittelständische Schweizer Wirtschaft über die Wirbank. Und im Sinne von Vertrauen oder im Sinne von ökonomischer Entwicklung, sagt die Statistik über die Jahrzehnte, die existieren ja schon lange, geht es dem Franken gut, geht es der Wirbank schlecht. Geht es dem Franken schlecht, geht es der Wirbank gut. So geht das seit Jahrzehnten. Das heißt, es gibt anscheinend so Spielfelder, wo der eine gut ist und wo der andere gut ist. Das heißt, das Konzept ist wirklich komplementär gedacht. Das heißt, ich ergänze etwas, was ich aber grundsätzlich akzeptiere. Da ist der Franken und ich mach einfach ein anderes Spielfeld. Ich lese aber bei dir raus, du willst kein komplementäres Spielbild, sondern du willst die Komplementärwährung zum Aushebeln der Hauptwährung benutzen. Dann ist aber der Begriff Komplementärwährung, darf ich den Begriff unlauter verwenden? U-Boot. Ja? Also, erste Frage, worin unterscheidet sich es von dem, was wir kennen? Und zweite Frage, würdest du morgen den Begriff ändern, weil du wirklich das als Kampfinstrument einsetzen willst? Trojaner. Nein, definitiv nicht. Trojaner. Es wird irgendwann den Punkt geben, an dem die Frage ist, ob die anderen Systeme sozusagen stabil parallel zu mir funktionieren können. Das wird es geben, weil natürlich. Das Thema ist, ich weiß nicht, sagt der Grahamsches Gesetz etwas? Die schlechte Währung verdrängt die bessere Währung. In dem Fall ist meine Währung die schlechtere, weil sie hat ja diesen Wertverlust. Das heißt, in meiner Diplomarbeit zu diesem Thema habe ich das so betrachtet, im Endeffekt der Euro wird die Sparwährung und die Kredere wird sozusagen die umlaufende Währung.
So, jetzt hast du aber das Problem, eine Währung, die umläuft, kannst du auch bekommen. Eine Währung, die gespart wird, kommst du nicht mehr ran. Also was passiert dann mit dem Euro? Der verrottet auf seinen Konten, also Anführungszeichen, der verrottet ja nicht, aber er bleibt dann da liegen und du kommst in der Wirtschaft dann trotzdem nicht mehr ran. Und dann habe ich ja alles erreicht, was ich will. Ich will ja nur eine umlaufende Währung haben. Ich will ja nur sicherstellen, dass im Endeffekt die Menschen ihre Bedürfnisse mit dem Geld, was ich ihnen zur Verfügung stelle, auch decken können. Das heißt sozusagen diesen Kreislauf, der für dich lebenswichtig ist, sozusagen zu schließen für deine Grundbedürfnisse. Und direkt dazu. Nur ganz kurz, ist also Credere und Euro voll konvertierbar? Ich kann die hin und her schicken. Wenn jemand auf dem Markt dazu bereit ist, das zu tauschen, jederzeit. Also ich habe, also im Gegensatz zur Wirbank zum Beispiel, habe ich keine Vorgabe zu sagen, sie dürfen nicht tauschen. Aber ich tausche die nicht. Also ich gebe ihnen Credere, aber ich gebe ihnen keine Euro. Aber ich kann doch dann tauschen und ja, dann brauche ich am Schluss auf das Geld, was ich in Credere noch habe, die 12% abzuholen. Genau, sie nicht, dann zahlt es jemand anders, weil irgendjemand hat es ja dann übernommen. Also das, mir ist das ja egal, wer die Credere hat. Eingezogen wird es so oder so. Also dieser Verlust. Okay, der Unterschied, der große Unterschied letztlich erstmal zu den Komplementärwährungen, die heute existieren. Soweit sie ähnlich konstruiert sind mit dem Verlust, ist es in dem Sinne ja eine Gebühr. Also die ganzen Komplementärwährungen, die solche Gebühren implementiert haben, die kassieren diese Gebühren. Verteilen die dann zum Beispiel als Spenden an Vereine oder um sich selber zu tragen und so weiter. Hier ist es wirklich eine Geldvernichtung. Das ist ein vehementer oder ein System, technischer Unterschied, der tatsächlich, soweit ich es zumindest weiß, nicht wirklich in irgendeiner Währung da ist. Der Lindenthaler, Entschuldigung, wenn ich direkt, der Lindenthaler, hast du da nachgefragt, buchen die um oder löschen die? Ich habe bisher alle bloß, ich weiß nicht hundertprozentig bei ihm, aber ich gehe davon aus, das, was ich gelesen hatte, dort wird immer nur umgebucht. Dort wird auch formal umgebucht. Das ist natürlich im Ergebnis, sieht das ziemlich ähnlich aus, ob ich das jetzt einsammle und dann wieder ausschütte, aber dann kriege ich die Logik nicht hin, was passiert mit diesem Kind, was geboren wird. Wo kommt denn das Geld für dieses Kind her? Das kann ich ja nicht nehmen und umverteilen, weil für das war ja noch gar keins da. Das heißt, technisch wäre es zumindest so, sobald ein Kind geboren wird, wird 100.000 Euro Geld erzeugt, sozusagen die Maximalgeldmenge. Aber so will ich es ja auch nicht ablaufen lassen. Es soll nicht in dem Moment erzeugt werden, sondern es soll Monat für Monat sein. Also deswegen vom Ablauf her, also das ist der technische Unterschied. Und dann auch vom Grundsatz her, für wen soll das gelten? Ich habe nichts dagegen, in Deutschland anzufangen. Hier kann ich die Sprache, hier kann ich mit den Leuten kommunizieren. Aber grundsätzlich, wenn diese Infrastruktur, wenn das sozusagen das System, das mal programmiert ist und vorbereitet ist, ich kann in jedem Land jederzeit in beliebiger Größe anfangen. Mir ist ja vollkommen egal, in welchem Land das startet. Jedes Land bekommt seine eigene Beteiligungsquote. Und wer schneller ist, bekommt halt schneller die größeren Summen. Interessant ist sozusagen so etwas als gedankliches Spiel. Es wird vielleicht schwierig werden. Mal angenommen, das startet gleichzeitig in China. Wie schnell würden sich die Verhältnisse in China ändern, wenn die plötzlich so ein Credere bekommen? Und zwar, wenn das tatsächlich genauso viel wert ist bei denen auch wie bei uns mit dem Euro. Das heißt, die bekommen ein Chinese, der 1.000 Euro verdient. Würde der noch irgendwas für Europa produzieren? Ich weiß es nicht. Also die Frage ist sozusagen diese Systematik, das ist nicht nur für Deutschland gedacht. Das Prinzip soll im Endeffekt für jedes Land gelten, nur halt das sozusagen lokal eingeführt, weil es langsam eingeführt werden muss, damit eben sozusagen diese Währung überhaupt eine Chance hat, einen Wert zu bekommen. Weil wenn wir das sofort hochpushen, dann sind das einfach wertlose Zahlen, die nichts verkaufen kann. Und deswegen muss es mit Bedacht eingeführt werden. Es gibt mehrere Internetprojekte, die solche Sachen mit 1.000 Einheiten pro Monat oder 3.000 Einheiten, da gibt es auch eine so für einen persönlich, eins umwelttechnisch und noch irgendwie Sozialsystem und so weiter. Höchstelt, meinst du jetzt den Joltopia? Ja. Da sind sozusagen, die haben das zwar formal sozusagen gemacht und definieren das so, aber sie kümmern sich nicht darum, dass diese Währung dann wirklich zu lebendig wird. Das heißt, dass ich für diese Währung Werte bekomme. Und was nützt mir es im Endeffekt, ein elektronisches Konto zu haben, in dem irgendwelche Zahlen sich kreisen, wenn ich diese Realverbindung nicht mache? Und das ist sozusagen das, was ich für mich sozusagen die Auszeit genommen habe, bis 2020 zu sagen, ich will bis 2020 über Vorträge, über Kontakte und so weiter dafür sorgen, dass wir zumindest irgendwo anfangen können. Das sieht dann zwar aus wie eine Regionalwährung, aber es ist nie als Regionalwährung konzipiert. Noch sagen wollte zu dieser Machtfrage. Also ich finde die sinnvoll zu diskutieren. Ich kenne aus dem Wirtschaftsleben, also ich war ja so in den mittelständischen meistens unterwegs, eher so, dass das Vertrauen eine ganze Menge wert ist. Das sollte man nicht unterschätzen. Also da diese Frage zum Recht zu greifen, die war immer extrem unangenehm und es hat eigentlich niemand wirklich gemacht, der es irgendwie anders machen konnte. Und ich bin auch nicht so sicher, ob es immer diese fiesen Mächtigen gibt. Ich habe oft das Gefühl, dass die meisten Leute eigentlich keine Lösung haben für das Problem, was sie sehen. Also warum spendet denn Bill Gates die Hälfte seines Vermögens irgendwo hin? Das ist irgendein Versuch, irgendwas anders zu machen.
Und ich finde, also ich kenne das jetzt wirklich erst seit vorgestern, das, was Sie erzählen, und ehrlich sagen, aufgrund dessen der Einladung hier, ich finde das wirklich intelligent, weil es einfach auch an der Systemfrage anfängt, weil die meisten lösen diese Systemfrage nicht. Das hat mich auch bei diesen anderen Alternativ- oder Komplementärwährungen immer gestört. Es gibt so wirklich ein paar ganz praktische Fragen in dem Sinne, also diese Geldentwertung. Also das Wörgl-System hat ja sozusagen über eine monatliche Entwertung funktioniert. Und das heißt, also ich gebe das Geld vorher aus schnell, damit ich das sozusagen nicht der Leidtragende dieser Entwertung bin. Wie funktioniert sowas praktisch? Das ist ja Quatsch, das so zu machen. Dann ist natürlich so eine Frage, aber vielleicht ist die zu viel. Wie muss man sich das vorstellen, dass Wirtschaft wirklich damit wirtschaftet? Also in so einem Sinne, es gibt ja eine gedeckelte Geldmenge. Es gibt maximal 100.000 Euro, Kredites oder Euros oder wie auch immer. Pro Person, die sind ja dann nicht mehr bei dem, die sind ja irgendwo anders. Kann man wirklich irgendwie in so einem klassischen Sinne noch wirtschaften darunter, wo man ja auch BMW Kapital akkumulieren muss, um irgendwie was zu schaffen? Also dessen habe ich noch nicht viel darüber nachgedacht, aber das sind so ganz praktische Sachen. Und dann so die ganz letztlich praktische Sache, was gibt es so eine Idee, das anzufangen? Also wie fängt das denn an? Also oder wo, mit wem? Also Dienstleistungen sind manchmal sehr viel praktischer als zum Beispiel wirklich Realgüter damit zu handeln oder sowas. Also, ja, also kann ich ganz schnell beantworten. Also die erste Frage, wie ist die Systematik? Ich bin eben Wirtschaftsinformatiker. Es gibt ein elektronisches Zahlungssystem, auf dem sind die Konten elektronisch verfügbar. Das heißt, es gibt erstmal kein Bargeld, wäre auch gesetzlich in Deutschland nicht durchsetzbar. Das heißt, rein elektronische Konten und die Abbuchung erfolgt jeweils um Mitternacht, genauso wie die Zubuchung. Das heißt, Sie bekommen ja sozusagen einen Bruchteil von den 100, so das 31. täglich ausgeschüttet und 31% wird vernichtet. Das heißt, Sie haben nicht diese Stichtagsproblematik, das läuft einfach auf Ihrem Konto durch. Also täglich. Das wird täglich nachts gemacht und entweder Sie haben es vorher, haben es heute ausgegeben, ansonsten geben Sie morgen das aus, was übergeblieben ist. Also es sind so wenige, so niedrige Zahlen, die dann da verloren gehen, das merken Sie in der Form gar nicht so direkt, weil ja, bis Sie sozusagen an diese 100.000 Grenze kommen, weil wenn Sie jetzt, das auch nochmal als Vorstellung, wenn wir bei den 1.000 im Monat sind, das heißt, wenn Sie nichts tun, wird Ihr Konto nicht weniger, sondern es wird bis auf sozusagen formal 100.000. Es wird diesen Wert schlecht erreichen, weil das Wachstum auch immer, wir haben ja diese Sättigungskurse gesehen, wie schnell ist am Anfang, das heißt, die ersten 10.000 Euro haben Sie sozusagen meinetwegen nach 12 oder 14 Monaten. Die 50.000 Euro, das wird einiges länger dauern, weil dann sozusagen der Zuwachs ja immer zum Beispiel nur noch 500 Euro ist. Also wer sich das mal genauer anschauen will, kann sich das mal durchrechnen. Also deswegen, Sie kriegen auf jeden Fall einen guten Basis sozusagen angespart, also 10.000 Euro kriegen Sie schnell zusammen, wenn Sie ein bisschen sparsam sind. Und deswegen läuft das sozusagen an der Stelle ziemlich problemlos um. Für den Unternehmer ist die Sache, also meine beste Vorstellung dafür ist, dass mehr über Crowdfunding funktioniert. Das heißt nicht, dass der Unternehmer sozusagen in Vorleistung gehen muss, sondern sagt, ich will jetzt die und die Maschine anschaffen, um das und das zu verbessern und dann sich über Crowdfunding sozusagen tatsächlich eine geschenkte Finanzierung in dem Sinne sucht, weil die Sache ist, da würde ich auch die Systemfrage sogar ein bisschen in die Buchhaltung stellen. Die Frage ist, welchen Sinn macht es, eine Maschine, die jetzt gekauft worden ist, sozusagen jetzt nochmal abzuschreiben, nachdem das Geld ausgegeben ist? Nur aufgrund der Ansparung. Wenn wir aber die Logik in den Systemen ändern, zu sagen, ich finanziere die Maschine dann, wenn ich sie brauche. Das heißt, ich kriege dann das Geld von den Leuten, um das zu finanzieren, wie ja heute ganz andere Projekte und so weiter schon laufen. Aber das braucht viel Gedankenänderung. Das heißt, im Endeffekt Leistungen dann finanzieren, wenn sie gebraucht werden, mit dem Geld, was die Leute dann sowieso haben. Also deswegen, also da sind noch ganz, ganz viele Bausteine und so. Das lässt sich im Einzelnen so probieren. Also einfach ausprobieren, was sich entwickelt. Crowdfunding ist ja schon da inzwischen, hat es an einigen Stellen gekommen. Deswegen sage ich, also da gibt es auf jeden Fall noch neue Möglichkeiten, die vielleicht damit dann noch stärker zu tragen kommen. Bist du überhaupt? Die dritte Frage war... Ganz praktisch, wie man, also wie Ihre Vorstellung... Ach ja, wie wir anfangen. Also da würde ich im Endeffekt versuchen, genauso praktisch sozusagen wie eine Regionalwährung zu schauen, dass ich irgendwo einen Saatpunkt finde, wo ich meinetwegen 5 oder 10 Unternehmer habe. Im Zweifelsfall ist das Erste, was ich im Moment suche, Leute, die es aktiv unterstützen und mitentwickeln wollen, mit erstmal propagieren natürlich, die Idee verbreiten und dann diese Software zu bauen. Also wirklich das System aufzustellen, zu sagen, okay, hier haben wir jetzt den Server, hier sind die Leute und die können sich anmelden. Und dann sozusagen auf dem viralen Weg anfangen. Das Erste sind die Leute, die sich bei uns sozusagen anmelden und sagen, die Idee unterstütze ich jetzt erstmal ideell, indem ich mich da anmelde und die 10 Euro im Monat zahle.
Mir ist es eigentlich egal, ob ich da jetzt schon was für bekomme. Und die gehen dann hoffentlich zu ihrem Bäcker und sonst irgendwie ihren kleinen Unternehmern sozusagen in ihrer Region und sagen, du, da gibt es Kriterien. Dann unterhält er sich vielleicht mal eine halbe Stunde, weil er den schon ein bisschen besser kennt. Und dann gibt es sozusagen die ersten Anfänge. Also das ist sozusagen zumindest nicht das Alleinige, weil ich werde auch sozusagen versuchen, Klinken zu putzen oder Netzwerke zu kontaktieren. IHK, Handwerkskammer und so weiter sind dann hoffentlich, wenn die Idee mal ein bisschen Fahrt und Unterstützung aufgenommen hat, gute Ansprechpartner. Einzelhandel gibt es ja auch, Verbände und so weiter. Also sozusagen an die heranzutreten, um denen Umsätze zu machen. Weil das habe ich ja auch gesagt. Das Kriterium ist zusätzlicher Umsatz, der den Unternehmern sozusagen eröffnet werden kann. Wenn man ihnen gute Möglichkeiten bietet, wie sie das Geld wieder loswerden. Genau, da war eigentlich schon der Anknüpfungspunkt der Unternehmer. Also erstens, wenn das System dann gut läuft, der hat schon seine 100.000 beisammen und der Unternehmer heißt Apple. Ich meine, die Zentralbank geht ja her und alles, was über 100.000 ist, wird gekappt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Nee, das war nur Zypern. Dann habe ich es falsch verstanden. Also das System war so, dass die Geldmenge nicht wächst, weil also, bei 100.000 mit pro Person 100.000. Ja, dann nichts mehr ausgeschüttet wird, beziehungsweise vernichtet wird. Genau, also Sie haben auf der einen Seite die Vernichtung und in dem Moment als Ihr Personenkonto bleibt es im Gleichgewicht. Ja. Apple ist aber keine Person, die bekommt keine 1.000 Euro im Monat. Bei denen ist auch bei 100.000. Also im Endeffekt, sobald die den ersten Euro, geht das sozusagen immer wieder auf Null. Also bei allen Unternehmerkonten, die nicht Personen, also nicht ein Personenkonto ist, geht das immer wieder auf Null. Das heißt, weil die 12% im Jahr. Die verlieren nur, die kriegen kein Grundeinkommen und die müssen einfach überlegen, was könnte mit dem Geld anstellen. Okay. Das heißt, da ist eben diese Antwort zu sagen, für die Unternehmer eine vernünftige Lösung zu haben. Die kürzeste und vernünftigste Lösung aus meiner Sicht ist, schenkt es euren Mitarbeitern. Weil die können es dann wieder ausgeben und das ist sozusagen der kürzeste Weg. Das, was mittelfristig dann aufgebaut werden soll, ist sozusagen die Lieferanten abzudecken. Strom, Ressourcen, Dienstleistungen, was auch immer. Sozusagen, dass die dann erreicht werden, wenn wir mit dem Einzelhandel zum Beispiel anfangen, weil klar, die Konsumenten gehen erstmal im Einzelhandel einkaufen und geben das Geld aus, dass wir dann sozusagen vom Einzelhandel in die produzierenden Industrie, in die Dienstleistungen und so weiter kommen. Das sind sozusagen einfach so natürlich die logischen Bausteine, wie kriegt man, wenn der Kunde der Erste ist, der das Geld hat in dem Fall, wen muss man dann als Nächstes ansprechen, mit dem Geld was anzufangen? Ja genau, da ist das Problem, der Anreiz für den Unternehmer ist so, wie es sich jetzt präsentiert hat, nahe Null. Sei denn, er ist Idealist und Bäcker oder so. Die Ersten sind immer die Idealisten. Die Ersten werden die Idealisten und danach, wenn die Idealisten dann sozusagen Aufträge von den weniger Idealisten dann anbieten, zu sagen, und du kannst bei mir auch 10% Kriterien machen, was ist Kriterien? Wie gesagt, es geht nur stufenweise. Und ich kann sozusagen etwas Neues nur anfangen, wenn die ersten Überzeugungstäter, die First Dealer oder wie das so da schön heißt, ne, irgendwie im Englischen. Also, Mover, ja, genau. First Mover. Ja, Mover. Und ich denke, dass da auch Unternehmer gerade öfter mal bei den First Movern sind. Weil es gilt, Märkte zu besetzen. Also ich finde an der Diskussion vor allen Dingen das psychologische und auch den philosophischen Aspekt sehr wichtig. Also das Thema ist gefallen, Vertrauen und Macht. Aber ich denke auch, dass in unserer Gesellschaft jeder, der halbwegs mündig ist und einen gesunden Menschenverstand hat, weiß selbst, dass es so nicht weitergehen kann. Das zeigt sich nicht zuletzt in China, deren Wachstum ist dadurch begrenzt, dass sie nicht mehr atmen können in ihren Städten. Ja. Da nützt alle Macht der Konzerne auch nichts mehr, wenn das Volk auf die Barrikaden geht, weil sie sagen, wir möchten wieder saubere Luft haben. Also das Problem dabei ist, dass wir uns mit unserem pervertierten Geldsystem immer mehr weg von der Natur wegbewegt haben und das rächt sich letzten Endes. Und da sind die Grenzen gesetzt. Und ich glaube auch, dass die Macht der Gesellschaft unterschätzt wird gegenüber den Konzernen, dass die Gesellschaft sehr viel Macht hat. Das Problem ist nur dann, solange es mich persönlich nicht betrifft und mein Haus nicht absäuft, ja, mache ich weiter. Mhm. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, ja, das wissen wir alle, dass es nicht mehr geht, rein von der Natur. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Greenpeace, irgendwann werdet ihr feststellen, dass man Fische, dass man Geld nicht fressen kann. Und wir wissen, heute sind die meisten Fische vergiftet durch das Plastik im Meer. Aber es sind nur einige Beispiele. Und insofern möchte ich dem widersprechen, dass man dieser Macht nichts entgegenstellen kann. Also dieser üblichen Macht, wie wir sie kennen von den Vorständen der Banken und den Konzernen.
das Nachbarschloss, das Nachbarferienschloss von der britischen Queen, das säuft ja sozusagen gerade ab, weil der Fluss da so dicht dran gekommen ist. Also es gibt halt Einschläge und wenn es halt mal die Richtung trifft, da gibt es halt auch mal Bewusstsein. Und es gibt ja auch aus der Wirtschaft mittlerweile diese Gedanken, die Sie mit eingebracht haben. Das bedingungslose Grundeinkommen war ja auch schon eine Idee von dem Manager der DM. Also insofern findet selbst schon von den Konzernen aus mittlerweile Gedanken dazu statt. Ja, ich wollte noch was zum Vertrauen sagen. Also ich kenne mich mit Geld noch nicht so weit raus. Aber dieser Vertrauensaufbau, was mir gefällt, ist dieses stufige System. Das heißt, überhaupt erstmal anzufangen. Ja? Das heißt, das Risiko ist ja am Anfang relativ gering. Und man gibt keinem System, einem theoretischen System, würde ich kein Vertrauen geben. Ja? Vertrauen entsteht durch Erfahrung. Und das wäre das Wichtige. Das heißt, in irgendeiner Form Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten. Ja? Also wenn ich mit diesen Hunden, also mit einer geringen Summe anfange und mache damit positive Erfahrungen, sei es vielleicht zunächst mal nur im Konsum oder so, ja, dann ist das möglich, dass aus der Erfahrung etwas entsteht. Ja. Und die zweite Frage ist noch, die gesetzlichen Hindernisse, also auch wieder diese Machtfrage. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo Leute was wittern. Und das sind nicht nur die Reichen, sondern das ist eventuell auch also das etablierte Politik, Leute, die im Moment nicht profitieren oder die einfach schlicht und einfach Angst und Befürchtungen haben. Ja. In welcher Form die Leute Erfahrungen machen können. Ja. Also wenn ich jetzt vorstelle, ich fange mit ein bisschen Geld an, habe kein großes Risiko. Ja. Also wie die Dame da gesagt hat, also ich fange an bei der FAZ und das funktioniert. Ja. So. Dann kann ich mir Schritte vorstellen, aber für mich zunächst mal nur im Bereich der normalen Leute, nicht im Bereich der Unternehmerschaft. Also wie biete ich Unternehmen Möglichkeiten, die nicht nur theoretisch sind? Also ganz klar, das, erst wenn dieses Zahlungssystem da ist, kann ich überhaupt Unternehmern sagen, hier, da gibt es dann, also eben, wenn die Plattform im Internet da ist, ich meine, wegen der ersten, sag ich mal, 1.000, 2.000 Leute dort anmelden, dann kann ich Unternehmern sagen, übrigens, hier habt ihr 2.000 Leute, die könnten theoretisch den und den Umsatz machen, wollt ihr den haben. Und das ist eben dann erst das Erlebbare. Das ist natürlich eben mein Ziel, zu sagen, in den nächsten 4-5 Jahren zu sagen, das Ding erlebbar zu machen. Dass man mit einer Karte rumgehen kann, kommt dann sozusagen immer das Einzige, was ich bisher erlebbar habe, sozusagen, können wir aber durchgehen lassen. Mitnehmen lohnt sich nicht, es gibt noch kein System dafür. Aber, hat aber Sammlerwert. Der erste Prototyp ist ja noch nicht funktioniert. Genau. Aber genau sozusagen damit, dass die Leute dann das einzig physische in der Hand haben, so wie sie heute ihre EC-Karte sozusagen im Portemonnaie haben, mit dem Ding hingehen und dann dort in irgendeiner Form zahlen können. Und das ist halt dann auch, in dem Moment wird es auch sichtbar. Weil dann hat das Unternehmen zum Beispiel, so wie es diese Essenschecks, die zumindest in München waren, die stark verbreitet und so weiter, oder war mal ziemlich Flamme so in vielen Unternehmen, Gehaltsumwandlung und Essenschecks und so weiter. Und dann stand an den Unternehmen plötzlich in den Lokalen, da war, ich glaube, diese so eine rot-rötliche Kugel oder so weiter. Und wusste man, aha, was ist denn das? Also diejenigen, die es nicht wussten. Und das ist dann auch wieder, es treibt sich gegenseitig, aber klar, die Schwierigkeit ist diesen Anfangspunkt. Ja. Und deswegen, also das ist sozusagen, hier ist meine Aktion, war, wie ich schaue, dass das Ding gestartet wird, dass es erlebbar wird. Dass es nicht nur von mir theoretisch erzählt werden kann, sondern dass Sie es erleben können. Aber noch nachgehakt, wer ist denn das Subjekt der Veränderung? Bist du das? Zunächst mal. Der Treibende? Ja, weil du sagst, ich baue erstmal eine Infrastruktur auf. Also ja, ich bin sozusagen der Treibende oder derjenige, der es erstmal voranbringt und ich hoffe, dass ich dann später oder in den nächsten Wochen, Monaten genug Leute direkt habe, die das mittragen, weil alleine kann ich so ein System natürlich nicht betreiben, weil ich muss irgendwann schlafen und das Ding soll 24 Stunden, 7 Tage die Woche sozusagen Transaktionen ermöglichen. Da würde ich ziemlich schnell ziemlich kaputt sein, wenn ich da versuchen würde, das alleine irgendwie hinzubekommen. Aber so, also hier vorne war so richtig gesagt, das hat aber schon die alte Krähe in die Hammer gesagt. Wenn er merkt, dass er Geld nicht fressen kann, dann merkt er, da stimmt was nicht. Was hier gesagt hat, das stimmt auch, Vertrauen. Der Hitler, die Großeltern sind auf den Rhein gefallen, der hat 5 Jahre lang Vertrauen gewonnen und haben die Leute gesagt, der macht's richtig. Denn die standen damals vor der Wahl, mache ich, was die Kommunisten wollen oder mache ich, was die Nationalsozialisten wollen. Und der Mann hat Vertrauen gehabt.
So, und zu viel Vertrauen wird ausgenutzt und wird umgesetzt. Jetzt, Erfahrung ist also entscheidend. Jetzt zur Praxis. Wie ist das? Also es gibt kein Bargeld, weder Münzen noch Scheine. Es gibt also dieses Plastikkärtchen, ja. Das ist jetzt der, ich sag's jetzt mal negativ ausgedrückt, der neue Gott. Das heißt, wenn ich ein Brötchen kaufe und den akzeptieren Kredere in der Bäckerei, dann ist für 1 Euro ist der große Bruder Kreder-Stiftung, hoffentlich keine Offshore-Gesellschaft im Ausland. So, der große Bruder hat nun einen riesen Apparat wie die NSA, damit auch so ein Brötchen oder die 2 Brötchen oder was auch immer verbucht und hin und her transferiert werden. Genau. Das ist also erforderlich. Ist das jedem bewusst, dass dieser Riesenapparat im Hintergrund ist? Also ich weiß nicht, ob es jedem bewusst ist. Auf jeden Fall soll er nicht so riesig werden. weil das muss ja auch alles gemacht werden. Also so mal ein paar Rahmenbedingungen oder Überlegungen, die ich sozusagen für die Funktionsweise, wie das System funktioniert. Diese Transaktionen zum Beispiel sind nach spätestens 3 Monaten sind sozusagen alle ihre Transaktionen gelöscht. Das heißt, es wird nicht im Endeffekt irgendetwas Längeres aufbewahrt, von wegen wem sie wo eingekauft haben, sondern im Endeffekt maximal 3 Monate. Je nachdem, genau, einfach nochmal dahin durch. Und also das bloß, und ich bin mir da natürlich ziemlich klar darüber, ich mag Daten nicht in irgendwelchen Händen und vor allen Dingen, obwohl ich auf der einen Seite für mich privat sozusagen, Datensammelhut, elektronisch ist das alles so praktisch, ne? So alle möglichen Daten aufzubewahren. Wenn Sie Ihre Transaktionen aufbewahren wollen, dann müssen Sie es selber machen, weil ich habe nämlich keine Lust, solche riesen Server dann laufen zu lassen. Weil eben das System so leicht und einfach wie möglich. Das heißt, das Minimalste, was Sie brauchen letztlich, irgendein Rechner, der mit einer Zentralstelle natürlich für die Konten verbunden ist, um diese Transaktion zu bewerkstelligen. Aber trotzdem muss dieses nicht ein Riesensystem werden. Also vor allen Dingen nicht im Sinne von irgendeiner Überwachung oder so wie Payback zum Beispiel, dass Sie im Endeffekt Ihr ganzes Kaufverhalten offenlegen. Weil welchen Sinn, also ich habe durch diese 10 Euro, die Sie mir ja sozusagen zahlen, habe ich keine Notwendigkeit, zu irgendjemandem zu gehen und von dem Geld zu betteln. Also so ein Facebook, bloß weil die irgendwas kostenlos zur Verfügung stellen und dann als andersseitig mit den Daten kaufen müssen. Deswegen ist das System ja, sie bezahlen es, sie profitieren durch die Geldschöpfung und das war's. Und das alles dann so transparent wie möglich. Das heißt, sie können sozusagen dann später in die Stiftung kommen, sich die Computer, die Daten soweit angucken, soweit es sozusagen dann, ansonsten Statistiken, die laufend veröffentlicht werden, wie viele Konten gibt es, wie viel ist die Geldmenge, welche, also anonymisiert einfach, wie viel ist der Umsatzmenge, einfach damit die Leute validieren können, stimmt das? So von wegen, ich sage ja 100.000 oder halt so und so viel, je nachdem, wo wir gerade sind, wie viel Geldmenge da sein sollte und dass klar ist, dass das kontrolliert werden kann. Beispiel, mit der BMW ist jetzt mit Kreder bezahlt worden, 30.000 Kreder. So, nach einem halben Jahr, das Geld ist schon gelöscht, man kann nichts mehr sehen, kommt es zu einem Prozess. Der Richter sagt, ja, was denn nun, jetzt muss der da Fakten, ja, sind keine mehr da. Was habe ich da im Endeffekt zu leisten? Die Transaktion, er hat ja diesen Vertrag, so von wegen, sozusagen erstmal Transaktionen sind Transaktionen, das heißt, sind abgeschlossen, sowas wie Lastschriften und rückgängig machen gibt es nicht, deswegen kann man aber auch nicht einfach so von irgendjemandem was abbuchen. Da gibt es dann verschiedene Sicherheitsmechanismen, aber die Sache ist, Sie haben sozusagen die monatlich, bekommen Sie die Informationen hier, monatlich, Kontoauszug, das sind die Salden. Dann haben Sie noch einen Monat Zeit, sozusagen was zu sagen. Wenn Sie da noch nicht aktiv werden, ist es maximal noch 30 Tage, wie gesagt 90 Tage und danach ist der Umsatz weg. Und der Staat sagt, ich will Steuerkredere haben. BMW muss die dann zahlen, weil die ja das Geld einnehmen. Ja, aber das muss ja dann BMW machen, nicht ich. Also muss ich BMW überlegen, ob ich Kredere akzeptiere. Wie gesagt, das muss sowieso jeder, die Entscheidung muss sowieso jeder an seiner Stelle treffen. Wegen solchen Problemen sozusagen muss ich ja jetzt noch nicht überlegen, wie Kredere das löst, weil das sind Sachen, die stehen so oder so im Raum. Wenn die Probleme auf mich abgewälzt werden, dann habe ich ja das Problem. Ich will ja kein Problem haben. Das ist ja einfach. Ja, aber ich erzeuge ja nicht das Problem, dass die Steuern zahlen müssen. Wenn der BMW sagt, ich akzeptiere keine Kredere und ich bin aber für Kredere, da stehe ich unter Frage, kaufe ich den BMW, ja oder nein? Ja, das ist jetzt im Endeffekt die Frage, ob sich genug Leute entscheiden, keinen BMW zu kaufen, weil die halt keine Kredere wollen.
Aber nochmal, das ist auch keine Antwort, die ich geben muss, als sozusagen derjenige, der. Ja, ich wollte nur sagen, das sind die Gedanken, die derjenige hat, der das gerne unterstützen will. Du sagst, ich will aber auch einen BMW fahren. Ja, dann hat er ja immer noch die Möglichkeit, sozusagen zu anderen Leuten zu gehen und sagen, hier nimmst du meine Kriterien und tausch sie gegen Euro. Er hat ja jederzeit die Möglichkeit, zumindest auf sicher, vielleicht nicht auf ewig, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Systeme sich parallel vertragen, aber er hat ja immer die Möglichkeit, auf den Markt zu gehen und sagen, okay, da muss er vielleicht 40 oder 50.000 Kredere zahlen, um 30.000 Euro zu bekommen. Also gibt es noch einen Markt für Kredere, wo der täglich, so gesehen, die Kurse... Genau, wer macht diese Börse? Wer will. Okay. Wer will. Also so wie heute auch, jede Börse, jeder, der Aktien handelt, kann von mir aus auch Kredere an- und verkaufen. Das Problem ist natürlich, er hat ein Konto bei uns und zahlt dann die Verluste, wenn er Kredere sozusagen gehortet hat. Aber ich schließe jetzt, mal die Rednerliste, weil wir haben noch ungefähr 10 Personen drauf. Ja, und jetzt sind Sie oder bist du dran? Also ich hätte jetzt zwei Fragen. Erstens, hat Kredere irgendwelche inhärenten Sicherheiten, dass es weiter betrieben wird oder dass die Daten wirklich nicht gespeichert werden, oder müsste ich mich in dem Sinne nur auf die Kredere-Stiftung verlassen? Also beim Bitcoin, um nochmal den unvermeidlichen Vergleich zu bringen, gibt es ja keine Zentralinstanz, die schließen könnte oder die von der Regierung geschlossen werden könnte. Und es gibt nicht den Zwang, ein festes Konto zu führen, eine feste Adresse beizubehalten. Und auch noch weitergehende Überlegungen, wie man sich zusätzlich mit kryptografischen Methoden absichern kann, damit die eigenen Transaktionen oder die Empfänger der Transaktionen wirklich nicht nachzuvollziehen sind. Gibt es da bei Kredere auch irgendwas in der Richtung, oder muss ich dann alles der Kredere-Stiftung glauben? Die zweite Frage wäre, Ihre Hauptkritik am Euro oder an der Geldmengensteuerung beim Euro war ja, so wie ich das verstanden habe, dass versucht wird, eine Inflation zu erzielen, um damit kurzfristigen Konsum zu ermutigen. Ich verstehe nicht, wie Kredere da helfen soll, denn Kredere ist ja so mit der ständigen Geldvernichtung auch ein System, das kurzfristigen Konsum belohnt und das Aufschieben von Konsum bestraft. Jein. Weil das Hauptproblem im Endeffekt ist eben, zumindest für mich bei der Euro-Geschichte, dass die nicht gedeckelt ist. Das heißt, die treiben die Zahlen im Endeffekt immer weiter höher und sparen. Sie sehen zwar nicht, dass ihr Geld sozusagen, weil es sich nominell abnimmt. Bei Kredere ist es in der Hinsicht zumindest ehrlich. Sie sehen ganz genau, was sozusagen weggeht. Das heißt, sie können es einschätzen, sie können es kalkulieren, sie können sozusagen sich an der Stelle darauf verlassen, wie das System funktioniert. Während hier, sie haben zwar zum Beispiel die Aussage von wegen 4,5% Geldmengensteigerung, wenn sie mit der arbeiten, aber sie haben ja gesehen, in wie vielen wenigen Jahren das eingehalten wird. Die Menge ja, aber die Umlaufgeschwindigkeit, da stimmt ja die Grundformel, die du am Anfang da aufgelegt hast, schon. Die ist ja in sich erstmal schlüssig. Und jetzt ging es ja mehr um die Umlaufgeschwindigkeit und nicht um die Menge. Also wie das dann erschöpft, die Menge. Er hatte gerade das Inflationsthema, die 2% Inflation. Den Unterschied nicht, ob ich den Unterschied in der Wirkung nicht, ob ich Geld planmäßig entwerte, ob ich versuche, eine Inflation herbeizuführen, oder ob ich Geld von seinem Nominalwert her vernichte. Ist ja eigentlich egal, ob wir irgendwann mit Trilliarden Euro Schulden bezahlen, die halt nur noch entsprechend weniger wert sind, oder ob wir mit der gleichen Einheit immer noch bezahlen, die immer noch. Also im Endeffekt, der System-Change für mich ist der, zu sagen, diejenigen, die von der Geldschöpfung profitieren, sind dann alle Menschen und nicht im Endeffekt irgendwelche Institutionen, die an den Banken hängen. Das ist der System-Change. Das andere ist natürlich ähnlich, aber mir geht es nicht mehr darum, also ich habe keine Notwendigkeit mehr darum, diesen Konsum zu befürworten. Natürlich jemand, der meint, okay, ich will den Verlust nicht haben, kann es sein, dass es sozusagen erstmal pusht. Das kann, ist sowieso, wie gesagt, Kredere ist ein zusätzlicher Umsatz, der erstmal on top kommt, das heißt, er steigert Konsum. Aber nicht im Endeffekt mit dem Ziel, sozusagen dieses Dreieck noch weiter zu beschleunigen, sondern letztlich, wenn ich die Blase, diese Konsumblase erstmal sozusagen, ohne dass mir die anderen auf die Füße fallen, größer bekomme, dann kann ich die Arbeitsplätze runterfahren. Das heißt, ich kann sozusagen mehr Ressourcen sparen, dadurch, dass ich die Arbeitsplätze und die Produktion nicht mehr brauche für Güter, die dann irgendwie abgesetzt werden müssen, wenn die Leute trotzdem ihren Konsum hinbekommen. Und ich kann es natürlich nicht garantieren, dass die Leute, dass Menschen sich dann mehr Gedanken darüber machen, weil sie meinetwegen mehr freie Zeit haben und ihr Leben reflektieren und sich nicht mehr von, das ist sozusagen mein Gedanke, dass mehr Zeit zum Nachdenken hilft dabei, zu erkennen, dass im Endeffekt die Werbeversprechen leer sind.
Das heißt, dass die versprechen, dass das, dieses Produkt, wenn ich das konsumiert habe, dass es mir dann ein glückliches, ein besseres, ein was auch immer Leben ist, dass dieses Versprechen nicht aufgehen. Und ich denke, dass sozusagen erst dann im zweiten Schritt, erst wenn jemand tatsächlich aus meiner Sicht vielleicht erlebt hat, eben erlebbar gemacht haben, Geld macht nicht glücklich. Egal, was ich für Geld kaufe, es wird mir kein, nicht per se Glück bringen, beziehungsweise wird sich das sehr schnell abnutzen. Alles, was ich sozusagen an Glück, an Gegenständen projiziere, ist, es nutzt sich, ich weiß nicht, ob jeder die Erfahrung schon hier gemacht hat, es nutzt sich verdammt schnell ab. Egal, wie die Vorfreude ist bei jedem Gegenstand, den ich kaufe, höher als die Freude, die sozusagen langfristig mit diesem Gegenstand bleibt. Das sozusagen, es steckt da nicht im Geldsystem, das sind sozusagen die sekundären Effekte, die ich zumindest erwarte oder von denen ich ausgehe. Ich würde es anders, wenn ich ergänzen darf. Ich würde es gerne ergänzen wollen, ja. Weil ich aus dieser ökologischen Motivation komme und ich habe es ja von dir gelernt, habe es dann Gleichgewichtsgeld genannt. Und versuche, ja, habe ich ein bisschen anderen Zugang und erkläre es, meine ich es ein bisschen anders, finde ich aber auch sehr befruchtend, ja. Und ich würde dazu sagen, es macht geordnete Schrumpfung möglich, ob es die Menschen dann wollen oder nicht, aber sie können es dann entscheiden. Heute gehen wir hin und sagen, Suffizienzrevolution, das richtige Maß finden, aber dann erlaubt uns die Ökonomie nicht, weil dann crasht die, ja, weil geordnetes Schrumpfen nicht geht. Also für mich ermöglicht Credere oder dieser Algorithmus ermöglicht geordnetes Schrumpfen und heute haben wir nur chaotisches sozusagen Flacker, also es geht nicht geordnet. Und insofern, was die Menschen machen, sage ich auch, weiß ich nicht, aber zumindest ist dann mal, wird das möglich, was wir immer sagen, wenn wir heute sagen, verzichtet auf Konsum, haben wir ein ökonomisches Problem. Und da geht dann beides, da können sich die Menschen dann entscheiden. Und nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, bitte nicht blind vertrauen. Wenn irgendetwas, also ich werde es nicht so aufbauen, irgendwie Bitcoin, weil das mir von der Thematik her nicht ganz passt, sozusagen. Erst diese ganze Energie, die investiert werden muss, um diese Recheneinheiten zu machen und vor allen Dingen, weil diese Recheneinheiten dann nicht aufgefrischt werden. Ich weiß nicht, wie weit der Algorithmus wirklich so angepasst werden kann, dass der genau dieses System abbilden würde. Aber das eine ist, ich möchte die Transaktion nicht öffentlich haben. Ich will sie ja gelöscht haben. Das heißt, ich. Auch wenn die teilweise anonymisiert werden kann und wenn die sozusagen nicht aufgelöst werden, dass man irgendwann weiß, wer dahinter steckte. Weil die Ketten sind ja alle online. Das heißt, jeder kann, wenn er mal hier und da ein paar Schlüssel aufgeordnet hat, kann er sozusagen sehen, wer da ist. Und dieses Datenleck sozusagen möchte ich gar nicht riskieren. Aber wenn im Endeffekt irgendein Misstrauen besteht, dass diese Credere-Stiftung irgendeinen Schmu macht, hinkommen, angucken. Nicht mit irgendwelchen Sachen, irgendwelchen Behauptungen zufrieden geben. Die Menschen müssen auch das Korrektiv sein und dieses einfordern. Wenn ich sage, die macht die Sachen öffentlich, das soll überprüfbar sein, dann auch einfordern, wenn das zu wenig stattfindet. Ganz klar, das sage ich, auch wenn die Stiftung noch gar nicht existiert, sage ich das jetzt schon. Es macht keinen Sinn, jemandem blind zu vertrauen. Niemals. Ich habe es eigentlich geschlossen, habe ich nämlich drauf. Okay. Also es ist sozusagen hier unter Vorbehalt, das muss man schaffen. Ja? Ist es, war das so weit beantwortet? Oder? Passt so weit? Ja, okay. Die erste Frage, die ich hatte, ist insofern beantwortet mit dem, was Dax gerade gesagt hat, dass das System Schrumpfung ermöglicht, aber nicht von sich aus schafft, weil das ja auch so eine Kritik tatsächlich an vielen von diesen Schwundgeldsystemen ist, dass man sagt, das wird immer schneller, aber das habe ich begriffen. Die andere Frage von wegen so Einführungssystematik, wir hatten in Heidelberg und sind auch in so einer Gruppe, die so sich um Regiogeldwährung Gedanken gemacht hat. Und bevor wir angefangen haben, haben wir ganz viel schon eingeladen und gehört. Und die haben gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, dass sowas klappen kann, ist, dass die Leute sich untereinander kennen und vertrauen. Ein Hindernis, warum das vielleicht in München nicht geklappt hat, ist, weil man die ganze Stadt genommen hat und das zu anonym war. Die hatten es auch zum Teil nur elektronisch gemacht. Also das finde ich von den Einführungsstrategien nochmal spannend, weil der Vorteil gegenüber anderen Regionalwährungen gerade ist, dass es nicht regional beschränkt wäre, sondern eben universell, wie du ja gesagt hast. Aber das andere ist eben genau für die Einführungsgeschichte dann, wie schafft man dann dieses, was eben dann über den Idealismus hinaus anscheinend für die Kontinuität der Einführung wichtiges Ding ist, nämlich die Vorteile erlebbar zu haben. Das kam hier auch von dir ja nochmal an. Also wie, dass man es erlebbar hat und dass man die Leute auch kennt. Weil das für das Thema Vertrauen einfach auch total wichtig ist, dass ein persönliches Kennen da ist. Und also da finde ich jetzt noch keine Antwort drauf, aber wollte es einfach nochmal mitgeben, dass das für die Einführungsprozesse anscheinend total wichtig ist am Anfang, muss ich auch nicht zu verausgaben, weil man das alleine mit einem noch so gut organisierten System nicht auffangen kann, wenn diese Rahmenbedingungen nicht stimmen. Also vielleicht umgekehrt noch einen Aspekt sozusagen zurück ins Publikum, soweit es noch da ist. Wenn jemand von euch irgendwelche guten Kontakte zur Metro hat, also die sozusagen als Konzern im Boot zu haben, ich denke, das wäre das Ideal. Also man darf ja auch Fantasien, also sozusagen Visionen haben. Und wie gesagt, keine Ahnung, ob irgend so ein Großkonzern
die ja primär für die zumindest, im Gegensatz zum Beispiel zu allen, die ja sozusagen von Kapital, diesen Zahlungsverzug und so weiter sich finanzieren, ist dann die Frage, ob so ein Metro tatsächlich auf sowas ausspringen könnte. Oder ob man DM, weil DM ist natürlich genauso so eine Geschichte, immerhin ist Götz Werner da noch irgendwo, kann da mitreden. Aber er hat ja trotz allem immer in seiner Diskussion sozusagen seine Kette mehr außen vor genommen. Also sozusagen Thema Grundeinkommen einzuführen, sieht er nicht als Aufgabe von DM. Aber vielleicht kann man ihn damit mal irgendwann überzeugen. Ganz kurz, bevor der Harald rankommt, weil eben Schwundgeld gesagt wurde. Ich finde, wir machen uns viel zu wenig klar, dass unser heutiges Geld ein Schwundgeld ist. Also es ist kreditgeschöpft, das heißt, es wird geschöpft bei Kreditausgabe und gelöscht über Tilgung. Das heißt, es ist ja nur zeitlich begrenzt da. Das heißt, wir haben heute ein Schwundgeld. Und es fällt nur nicht auf, dass es ein Schwundgeld ist, weil es einen Wachstumszwang hat. Deshalb, ja, also insofern, eigentlich haben wir heute, das finde ich ganz wichtig, dieses Selbstbewusstsein sollten wir haben, dass wir sagen, wir haben heute ein Schwundgeld. Und nicht immer Silvio Gesell das vorwerfen. Ja? Also heute haben wir wirklich, wir haben heute ein Schwundgeld. Das sind ja schon mal 2% Inflation, ist die gewünschte Stabilität. Richtig, aber das ist eigentlich ein, also es ist per Schöpfungsprozess, es hat ein Verfallsdatum, nämlich Tilgung des, vollständige Tilgung des Kredits und dazwischen wird schon immer getilgt. Das heißt, das ist für mich eigentlich Schwundgeld. Ja, ich will das mal nochmal ergänzen, was Markus gerade gesagt hat. Also bist du im Austausch mit den ganzen Regiogeldern? Weil die stehen ja vor der gleichen Situation. Hat man den Idealismus abgeschöpft und nur die Ökonomie spricht, dann war es nichts. Ja, und das ist ja bei dir auch der Punkt. Ja? Du wirst Idealisten erstmal sammeln und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Weil dann springen die auf, die sagen, das rechnet sich jetzt für mich. Also, erste Frage nochmal konkret. Was nimmst du aus, oder bist du überhaupt im Kontakt mit diesen ganzen, die schon Erfahrung haben, genau mit diesem Problem? Und weißt du genau, warum die da nicht drüber springen? Bis jetzt, ja. Und ich bin ja der Überzeugung, sie werden auch nie drüber springen. Und zum Zweiten, ist es nicht eine Idee, die ganzen, die schon praktisch unterwegs sind und die schon Strukturen haben in deiner Richtung, damit zu befruchten und die sagen, okay, wir wechseln jetzt auf dieses System im Sinne von, da können wir uns vielleicht erweitern. Da ist im Endeffekt schon der Punkt, zumindest, also ich habe mit mehreren schon gesprochen, die im Bereich Regionalwerben aktiv waren oder aktiv sind und so weiter, auch Raum Würzburg, Tauberfahnen und so weiter, gibt es eine Gruppe, die noch immer noch sozusagen Regionalwährung pflegt. Es gibt verschiedene Sachen, zum einen, warum sie nicht kompatibel sind. Sie haben ja gerade diese regionale Begrenzung. Das heißt, es macht für sie keinen Sinn, in ein überregionales Konzept einzusteigen. Das ist schon mal das Primäre. Und meistens ist das auch die Beschränkung, weil sie haben... Also du hast sie gefragt... Also mit mehreren, mit denen ich Kontakt habe. Ich habe noch nicht alle abgefragt, weil von der Systematik her ist das Konzept Regionalwährung nicht kompatibel, eine überregionale Währung zu sein. Achso, Sie wollen den Sprung in die Überregionale. Deswegen sind Sie ja Regionalwährung. Sie wollen ja keine. Und verbunden mit diesen Regionalwährungen ist, das ist von Regionalwährung zu Regionalwährung unterschiedlich, wie hoch die Berührungsengel zu bestimmten Großunternehmen sind. Die würden zum Beispiel mit einem Aldi, mit einem Lidl niemals zusammenarbeiten, allein aus bestimmten Gründen zu sagen, dass. Sind die Falschen. Ja. Und ich sage erstmal, primär geht es mir nicht darum. Und zum Beispiel von wegen das Gewinnkonzept von Aldi, die Lieferanten sehr spät zu bezahlen, mir wäre es ja egal. Im Gegenteil, wenn die Kriterien machen, geht ihr Konzept zwar nicht mehr auf, aber wenn sie es erstmal nehmen, warum nicht? Also die Sache ist, für mich gibt es da keine Berührungsengel. Ich will primär, dass diese Währung in irgendeiner Form als Zahlungsmittel eingesetzt wird. Und was dann, welche Unternehmen das dann wo machen, da bin ich gespannt. Und vor allen Dingen, was auch mit denen passiert. Weil ich kann es nicht voraussagen. Ich weiß es nicht. Und also wie gesagt, also ich bin gern mit denen im Austausch, aber es sind viele Punkte, die sich einfach beißen, allein von der Konzeption Regionalwährung und von den Sachen, die da drinstecken. Okay. Ja, kann ich nachvollziehen. So, jetzt ist eine kleine Ergänzung, eine kleine Frage. Auch noch schon öfters mal. Unterbrochen. Nur eine kleine. Hier wurde schon öfters mal Götz Werner und das bedingungslose Grundeinkommen genannt. Ich habe da zwei kleine Punkte. Das ist eine Frage an dich oder an alle oder auch an Hajo. An Hajo sei Dank, weil ich damals das Buch Horti gelesen habe, die Krise hält sich in der Regel. Ich glaube, das hattest du mir damals ausgegeben. Nochmal vielen Dank.
Und ich meinte, dass genau darin, meinte ich, Max Otte eine kleine Kritik äußert an Götz Werner, die ich hier doch mal vorbringen möchte. Ich habe es nicht mehr 100% im Kopf, aber da möchte ich nochmal ansetzen. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, wie soll es finanziert werden? Jeder bekommt 1000 Euro im Monat, keine Ahnung, was Götz Werner vorschwebt. Das soll dann über eine Mehrwertsteuer finanziert werden. Alle anderen Steuern oder ein Großteil der anderen Steuern sollen wegfallen. Max Otte weist darauf hin, der tut sehr sozial, der tut sehr solidarisch, der Schlingel Götz Werner. Aber wenn ihr euch das konkret anschaut, die Masse der Leute, die alle konsumieren müssen und dadurch alle Mehrwertsteuer zahlen, naja, da es über die Mehrwertsteuer auch finanziert wird, zahlen die dann ihr Grundeinkommen, während Götz Werner mit einem sehr hohen Einkommen, der dann auch nicht so viel konsumiert, eben nur einen proportional kleinen Teil zu diesem Grundeinkommen beiträgt, aber sich von den großen bisherigen steuerlichen Belastungen befreit. Das heißt, was der solidarische, der wohlmeinende DM-Superchef vorschlägt, das ist in Wirklichkeit eine gewisse Schlawinerei, um es mal so zu formulieren. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich habe mir gedacht, na Max, da liegt halt der, habe ich also nichts hier im Kopf gehabt. Also ich bin lieber gestolpert, weil ich mir gedacht habe, das musst du dir mal merken, ob das wirklich so stimmt. Wobei Götz Werner in einem Interview auch noch was anderes gesagt hat. Er hat gesagt, ja, die Kassiererin an der Kasse, die ist super heilfroh, dass er da den ganzen Tag hier an der Kasse arbeiten kann. Das macht ihm unheimlich Spaß, da muss es ja sozial sein und so weiter. Also er hat noch ein paar andere rhetorische Feinheiten drauf. Ihr wisst, dass in Finnland zurzeit ein Experiment gestartet ist, wo man das Grundeinkommen testet. Es wäre vermutlich sehr interessant zu gucken, in welchen, ja, mit welchen Faktoren, unter welchen Bedingungen das getestet wird, weil das möglicherweise auch, also genau wie hier diese Sache mit der Geldreform in der Schweiz gerade so ein bisschen Thema geworden ist, auch sehr interessant, auch für uns hier. Und deshalb wollte ich eben fragen, weil ihr so ein bisschen Götz Werner den Grundeinkommen, Götz Werner überhaupt wirklich einzuschätzen ist. Also ich glaube Max Otte und deshalb ist Götz Werner für mich nicht der Heilige, als den manche ansehen. Also erstmal zu dem Thema von wegen Finnland und die Sachen. Also klar, es wird interessant sein, was da tatsächlich stattfindet und was dann dabei rauskommt. Mhm. Für mich primär, wenn man Grundeinkommen und deren Effekte nachgucken will, ist einmal Namibia, weil dort ist es ja schon gelaufen mit einigen Erkenntnissen. Und das andere, was ich noch viel wichtiger halte, sind die Grundeinkommensexperimente mit der negativen Einkommenssteuer in den USA aus den irgendwie 70ern oder so in der Dreh. Also im Endeffekt das größte und ich denke wichtigste Experiment war in den USA, wo das schon ausgetestet wurde, wie das funktioniert, was damals allerdings politisch begraben wurde, weil die Scheidungsquote gestiegen ist. Das ist damals sozusagen das K.O.-Kriterium gewesen, weswegen es politisch nicht durchsetzbar war, um daran festzuhalten. Unabhängigkeit von Frauen. Ich weiß nicht, in welchen Gebieten das jetzt, dazu habe ich zu wenig im Kopf, aber es ist jedenfalls sozusagen amerikanische Politik begraben worden. Wieder in der Schublade verschwunden. Also ich habe das auch in meiner Arbeit, da werde ich auch nochmal jetzt in nächster Zeit ein die Video neue Form machen, der Unabhängigkeitserklärung. Wo ich die Domarbeit dort nochmal sozusagen auch als Online, als Video online stelle. Da kann man dann auch nochmal hier und da links gucken. Die Kirche war dagegen. Nicht die Kirche, die Politik. Auch für die Politiker. Ja, aber noch nicht. Erstmal der Nachbar der Ahnung. Zum Thema von wegen Götz Werner. Ich kenne Götz Werner nicht persönlich, daher kann ich überhaupt nicht einschätzen und ich glaube niemandem, der ihm jetzt das eine oder andere unterstellt. Ich habe, es gibt einen Grundeinkommensfilm, zu dem ich auch so eine halbe Stunde PowerPoint-Video und so weiter gemacht habe, wo ich im Endeffekt erstmal die vermeintlichen Argumentationen von wegen kein BGE, das steuerfinanziert ist, kann funktionieren aufgrund dieses Dreiecks, was ich davon gezeigt habe. Dieses System geht nicht aus. Egal, ob man das auf dem Umsatz ansetzt, halt um Konsum, das sozusagen die Erwerbseinkommen finanziert, oder ob man auf den Erwerb, also das, was an Einkommen ist, und das darüber finanziert. Dieses System geht nicht auf, weil ich kann immer nur weniger verteilen, als ich wegnehme. Und dann, damit kann ich aber nicht 100% von dem, was produziert wird, konsumieren. Das heißt, das System hat sozusagen immer Lücken und das ist so, als ob ich versuche, eine Regentonne dadurch zu füllen, indem ich das Wasser immer von rechts nach links schütte. Ich werde immer mehr verquankern und die Tonne wird immer leerer werden. Und das ist aus meiner Sicht das Problem aller steuerfinanzierten, also meine ich eigentlich der ganzen bedingungslosen Grundeinkommensdebatte. Deswegen bei mir eher freiwilliges Grundeinkommen, das funktioniert über den Mechanismus, dass das Geld, was sie brauchen, geschöpft wird und damit letztlich nicht in diese absinkende Rolle fällt. Also wo letztlich ich immer weniger an Einkünften bekomme, wo ich dann wieder wegsteuern muss, weil egal welches Modell Sie sich angucken, eben Einkommensteuer, Take-Half und so weiter oder Umsatzsteuer, sie besteuern im Endeffekt immer die Grundlage und die Grundlage wird dann kleiner.
Weil mit dem Grundeinkommen kommen ja weniger Leute in den Genuss, es ist weniger Geld im Umlauf in der Form, dass also im Endeffekt die Umsätze sinken. Grundeinkommen sinken und so weiter. Das heißt, sie müssen endlich nachschrauben, entweder die Quoten erhöhen oder halt beim Einkommen das Gleiche, weil wenn sie das erstmal weggesteuert haben und umverteilt haben, dann wird wieder nicht alles konsumiert und dann haben sie wieder das Problem, dass die Einkünfte nicht da sind. Also wie gesagt, in einem geschlossenen System sozusagen etwas umzuverteilen und hoffen, dass dabei keine Reibungsverluste entstehen, die wir ja schon an Gros haben, ist illusorisch. Ja, aber Sie haben doch jetzt die Geldschöpfung endlich entdeckt oder leider entdeckt. Weil jetzt wer? Ja, die Grundeinkommensleute. Wenige. Es gibt im bestehenden jetzt, System. Es gibt schon eine Kampagne Quantity Easing für Grundeinkommen. Also die EZB-Quelle sprudelt auch für uns. Ja, ja, im bestehenden System haben sie es erkannt. Ja, und das schafft Wachstum. Ja, wie auch immer. Ja, es gibt aber keinen Konsens bei den Grundeinkommen. Du hast gerade argumentiert, auf fiskalpolitischer Seite kann das nicht funktionieren. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja gut, aber auf den Trichter sind sie ja anscheinend auch schon gekommen und jetzt gehen sie an die andere Kritik. Also zumindest die Leute, die dieses quantitative Easing machen, die sind halt noch nicht auf den Trichter gekommen, dass ihnen das Geldsystem dann trotzdem in die Ohren fliegt, nur ein bisschen schneller. Ja, gut, so weit nicht. Ja, ja. Weil sie eben keine Sättigung haben. Ja. Und das System dann diese Abschubkurve. Und Götz Werner, das kann ich ergänzen, weil ich ihn gefragt habe, sieht im bestehenden Geldsystem kein Problem. Also das habe ich zumindest ihn mal gefragt und das war die Antwort. Ich möchte mal die Hypothese aufstellen, wir haben schon eine Kredere, und zwar für den Bankensektor. Die schöpfen Geld, schöpfen Geld, schöpfen Geld in jeder Form und kaufen dann mit dem geschöpften Geld in der Realwirtschaft ein. Es funktioniert meines Erachtens nur dann, wenn du eine Gruppe hast, die im Grunde genommen, schmarotzend auf einer anderen Gruppe lebt, die tatsächlich die Waren und Dienstleistungen produziert. Das ist meines Erachtens der eine Grundproblem. Was mich jetzt interessiert, du sagst zwar, warum sollte ein Unternehmen einen zusätzlichen Umsatz ausschlagen? Immer dann, wenn er keine Gegenleistung bekommt. Und was mich interessiert ist, du hast ja zwei gegenläufige Ströme, den Leistungsstrom, Waren und Dienstleistungen und dann den Geldstrom als Gegenstrom. Und damit deine Ideen funktionieren, müsste meines Erachtens du zeigen, dass du an jeder Stelle Angebot und Nachfrage nach Geld bekommst. Denn was nützt es, dass natürlich die privaten Bürger, dass die, wenn man denen sagt, du kriegst 1000 Kredere, kannst du einkaufen gehen, dann sagen die, super Sache, das ist eine Leistung ohne Gegenleistung. Aber wenn du dann das Rad zum Rollen bringen willst, dann musst du an jeder Stelle das volkswirtschaftlichen Kreislauf zeigen, es gibt nicht nur ein Angebot an Kredere, nämlich von Seiten, die das bekommen haben, sondern es gibt auch eine Nachfrage, damit über Angebot und Nachfrage der Wert des Kreditors erhalten bleibt. Und das würde mich dann mal interessieren. Okay. Ich überlege gerade noch, du hattest noch mit einer anderen Frage angefangen. Ich habe mit Provozieren angefangen, indem ich sagte, wir haben im Grunde genommen schon. Ah ja, genau, da wollte ich noch was sagen. Wir haben sogar ein Kriterium in dem Sinne, der sogar tatsächlich mit der negativen Umlaufgebühr beschlagnahmt wird. Also das Zentralbankgeld müssen die Banken ja inzwischen tatsächlich mit Minus belasten. Das heißt, sie müssen ja tatsächlich draufzahlen sozusagen auf das Geld, was sie da leihen. Also in der Hinsicht ist tatsächlich technisch inzwischen bei der Zentralbank das bereits komplett implementiert. Wir müssen bloß halt die Zins von 0,25 auf 12 halt anheben, aber sonst ist das sozusagen schon komplett da. Und das Einzige ist natürlich, wenn alle das Gleiche ja bekommen, also eben nicht nur die Banken sozusagen dann schmarotzen können und sozusagen auf Kosten anderer die Leisten machen können, sondern wenn das für jeden angeht, denke ich, hat es schon mal eine Grundbasis, die ich akzeptabel finde. Weil ich muss ja trotzdem, kann ja immer noch entscheiden, ob ich wirklich die Leistung erbringe oder nicht, weil ich habe es ja auch. Und die Frage ist, wo kommt dieses sozusagen der Gegenwert her? Wenn ich mir im Moment den Einzelhandel anschaue, und das ist sozusagen mein Ansatzpunkt, dann haben die mehr Waren, als sie verkaufen. Das heißt, die haben mehr Angebot, als sie sozusagen wirksame Nachfrage in Geld haben.
Die wissen noch nicht, dass da Credere kommt und das löst, aber sozusagen von der Systematik her, die Angebotsseite habe ich schon. Da muss ich letztlich nichts für machen. Ich muss sie nur überzeugen, dass die sagen, okay, für das Angebot brauche ich keine Euro, sondern ich kann mit Credere kommen. Das ist sozusagen die Sache, die ich bei den Einkommen, bei den Einzelhändlern matchen muss. Darf ich da mal gleich? Das stimmt nicht mehr. Du hast die Angebotsseite bei dem Einzelhandel nur deshalb, weil du auch eine Gegenleistung kriegst. Weil der Handel verschenkt nichts. Und wenn ja, der verkauft auch nicht alles heutzutage. Ja, ist klar. Er verkauft nicht alles. Aber wenn du nicht zeigen kannst, dass die Credere, die der Einzelhandel bekommt, wieder eine Nachfrage nach Credere beim Einzelhandel erzeugt, dann ist es wertloses Geld. Beziehungsweise dann ist es tatsächlich nur eine Zahl auf dem Computer. Wenn der Einzelhandel es nicht los wird. Richtig. Ja, ja. Das ist ja genau die zweistufigen Sachen. Im ersten Schritt geht es an die Angestellten, im zweiten Schritt geht es an die Dienstleister dieses Einzelhandels. Natürlich geht es nicht alles sofort. Der erste Einzelhandel, genauso wie bei den Regionalwährungen, sind ideell und fangen erstmal an und gucken mal, wie sie das Geld wieder loswerden. Aber sobald ich dann sozusagen den ersten Stromlieferanten irgendwie reinkriege, dann habe ich, egal wo in Deutschland der sitzt, von mir aus sitzt, kann der auch in Frankreich oder sonst wo sitzen, sobald der Strom nach Deutschland für Credere verkauft, kann ich jedem Einzelhandel sagen, hier meinetwegen 10% deiner Stromkosten kannst du mit Credere zahlen. Das heißt, die Hebel sind relativ schnell zu finden. Aber natürlich, ich muss an die Leute rankommen, also wenn sie gute Verbindungen zu Ehren oder sonst was haben, oder keine Ahnung, Telekom France oder sowas. Ich weiß noch nicht, welche Unternehmen sozusagen dabei sein werden, weil ich weiß noch nicht, an wen ich rankomme und wen ich von den Leuten oben catchen kann. Also vielleicht nochmal aus meiner Perspektive die Antwort. Der prinzipielle Unterschied zum heutigen System ist, und das ist eine Stärke und eine Schwäche gleichzeitig wie immer im Leben, dass es sozusagen dieses Geld unabhängig von wirtschaftlicher Aktivität existiert. Und es ist wertlos, wenn sozusagen, es hat keine Kaufkraft, wenn keiner dafür sozusagen eine Leistung erbringt. Dann ist es wertlos. Dann hat es keine Kaufkraft. Dann ist es insofern als Kaufgeld sozusagen wertlos. Aber es hat die Stärke, dass es unabhängig von wirtschaftlicher Aktivität da ist. Und eine große Schwäche des heutigen Systems ist, dass Geld nur da ist, wenn wirtschaftliche Aktivität stattfindet, weil dann wird es nur geschöpft. Ja, dass es sich später nochmal anspart und dann wieder Wachstumszwänge erzeugt, ist eine andere Frage. Aber das heutige Geld hat auch, finde ich, eine Schwäche, also ich sehe das als Schwäche, dass es nur da ist bei wirtschaftlicher Aktivität, sonst ist gar kein Geld da. Also was ich auch noch einschränken möchte. Also, nee, das ist eine Kopplung. Entschuldigung. Also ich möchte das natürlich nicht kleinreden, ich sehe das Problem. Aber das ist für mich sozusagen das Problem des Staats, nicht das Problem der Situation. Weil für mich beginnt es ganz klar mit der Akzeptanz. Das Grundgesetz der Marktwirtschaft lautet ganz einfach: Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Ja, ich habe mal eine ganz praktische Frage, wie immer. Ja, er ist weg. Er kriegt ja für 6 Kinder dann lauter Plastikkarten, ja? Gut. Irgendwann sind die Kinder aus dem Windelalter draußen, ja? Gehen in die Schule oder auch vorher schon und kriegen Taschengeld, weil sie sollen ja lernen, mit Geld umzugehen. Die haben ja 1000 Kredite. Wie gebe ich den Kindern jetzt Taschengeld? Dann gebe ich den Kindern ein abgezinstes Plastikkärtchen oder was? Normalerweise, ja? Von meinem Verständnis her, kriegen die ganze Plastikkarte. Ja gut, dann kriegen die Kinder die ganze Plastikkarte. Und die Frage dann sollen ist halt, die lernen, mit Geld umzugehen, mit einer Plastikkarte. Also ich weiß so, dass man kleinen Kindern zum Beispiel nicht als Oma, Opa einen 10-Euro-Schein schenkt, sondern 10 einzelne Euro-Stücke, damit er lernt, mit Geld umzugehen. Mhm. Und dann lernt er mit einer Plastikkarte umzugehen. Also aus meiner Sicht ja. Ja, aus meiner Sicht ja. Also er lernt nicht mit der Plastikkarte umzugehen, sondern mit seinem Geld zu haushalten. Weil natürlich müssen die Eltern auch mitgucken und sagen, sag mal, guck mal, du hast jetzt hier schon dein ganzes Geld ausgegeben. Wenn du jetzt darüber dein Essen finanzieren müsstest, würdest du jetzt die restliche Woche nichts mehr zu essen kriegen. Ist das wirklich logisch? Also die Frage ist, wie man es den Kindern tatsächlich beibringt. Dinge mit Geld aus der Praxis. Weil im Endeffekt Geld wird immer abstrakter. Hebt es auf, weil es was auf was spart, und das andere geht hin und kauft sich sofort die Dauerlutsche voll. Das ist nun mal so. Ja? Und wenn Sie sagen, diese 1000 kriegt das Kind komplett,
Das heißt, soll der Tausend da Tropfsohle oder ist das am Hinher dann abgewertet? Also weil der das gar nicht ausgeben kann. Nein, im Endeffekt ist es ja heute schon so. Das heißt, wir haben irgendwie ab 9 oder 10, wo dieses Thema des Taschengeldparagrafs greift, ab wann das Kind überhaupt geschäftsfähig wird. Und dann auch nur zu einem bestimmten Teil. Das heißt, irgendwo sind die Eltern ja mit involviert. Das heißt, die Frage ist tatsächlich, ob ich als Eltern sozusagen das Kind mit der Plastikkarte alleine losrennen lasse oder ob ich es zumindest beim Einkaufen begleite. Also wie ich dem Geld wie ich dem Kind das beibringe, mit dem Geld umzugehen, nur also weil es nicht physisch ist in der Hand. Also dann den kompletten Betrag des Grundeinkommens ausgeben, damit es nicht abgewehrt wird. Also da im Endeffekt die Eltern, bis das Kind 18 ist, ja sowieso die Verfügungsmacht letztlich haben. Sie geben es den Eltern aus. Nein, die Eltern können es letztlich regeln und entscheiden. Das heißt, die einen Eltern sagen, okay, ich vertraue meinem Kind, ich lasse es einfach mal probieren. Im nächsten Monat, ja, eben, weil die Eltern werden das schon irgendwie machen. Aber ich gebe den Eltern das nicht vor. Also keine Ahnung, die Eltern werden sich selber überlegen müssen, was sie meinen, was die beste Strategie ist, ihr Kind an sozusagen Plastikgeld ranzuführen. Ich kriege ja auch. Technisch wurde die Software bereits begonnen, wenn ja, darf ich davon ausgehen, dass die Open Source besser sogar freie Software ist und dass die auf GitHub steht? Nein, ja, ja. Also GitHub weiß ich nicht, aber jedenfalls wird es eine Open oder freie Software sein, damit im Endeffekt die Sachen, weil ich möchte, dass das Ding funktioniert, ohne dass es Geheimnisse braucht. Also was auch immer da für Sicherheitsmechanismen eingebaut werden, die sollten klar und offen sein, also nicht wie der Google-Algorithmus, der nur funktioniert, solange er geheim gehalten wird. Aber die Software ist noch nicht angefangen, weil ich habe da zwar angefangen rumzuexperimentieren, aber gemerkt, es macht keinen Sinn für mich alleine das anzufangen. Ich habe verschiedene Kenntnisse, aber das überschreitet meinen Bereich einfach, so ein komplettes Zahlungssystem in dem Umfang. Da suche ich mir lieber dann noch die Spezialisten, die das hoffentlich mit aufbauen, wenn dann sozusagen neben den ideellen auch die finanziellen Unterstützer irgendwo mit ins Boot kommen. Okay. Und dabei wären dann zum Beispiel auch sicherheitstechnische Belange, auch Manipulation. Ich weiß auch nicht, wo Ihre Grenze liegt, wo Sie Ihre moralischen Bedenken fallen lassen und dann doch mal den Master Key rausdrücken. Das ist nur eine Unterstellung, eine böse, ne? Aber also einfach in die Richtung Selbstbedienung, also dass wirklich Vertrauen auch entstehen kann, Vertrauen durch Transparenz. Genau. Also das ist ja das, was vorhin... Dass das dann aber auch wirklich gelebt wird. Ne? Und auch das Thema Datenschutz, weil die PayPal würde sich freuen, so ein Zahlungssystem aufzusetzen. Sie haben komplett, also gehen wir mal davon aus, das findet Akzeptanz. Dann haben Sie die Zahlungsdaten der Welt in einem zentralen System. Die schmeißen Sie Geld zu mit Dollars, Euro oder mit irgendeiner anderen Währung, nur dass Sie den Master Key rausbringen. Also die Frage ist nur, das macht ja keinen Sinn, weil wenn ich den Master Key ja habe und die missbräuchlich verwende, dann kann ich ja viel mehr Geld schaffen, als Sie mir geben können. Ja. Also von daher, sozusagen das Missbrauchpotenzial, dass ich meine eigene Währung am Laufen habe, ist relativ gering, sozusagen, dass ich von außen gekauft werden kann. Weil, ja. Also, ja, aber wichtig ist, dass Sie im Endeffekt sicherstellen, dass Sie die Kontrolle über, also nicht Sie als Person, sondern auch andere, wirklich nachzugucken, ob das System Kacko ist, ob da Schmuh gemacht wird. Mhm. Wird er denn demokratisch überwacht, der Kredere? Ich hoffe, es wird von Menschen überwacht. Eine kurze Bemerkung noch zu dem Herrn mit dem Helmpullover. In Finnland ist das Experiment noch nicht gestartet. Die haben gerade angefangen, mal drüber nachzudenken, ob sie ein Konzept dazu schreiben. Also so ganz, ganz, ganz am da dran. Und das ist ganz weit entfernt von den Schweizer Modellen. Einfach mal im Internet, gibt es auch so ein paar Vergleiche dazu. Denn neben der Parallelwährung möchtest du ja im Wesentlichen eine neue Gesellschaftsordnung. Und da du ja vorhin das Thema Glück bemüht hast, was ja ein Riesenthema ist, was macht dich denn glücklich, würde ich gerne wissen. Geld ist es ja nicht, aber das würde ich jetzt gerne wissen, was dich glücklich macht oder was uns dann auch natürlich alle glücklich macht. Also ich kann sagen, welche Abwesenheit mich im Moment am meisten frustriert, ist eine sinnvolle Aufgabe. Weil ich bin sozusagen im Moment nicht ausgelastet. Aber ich bin auch, ich will nicht in das System zurück und irgendeiner Erwerbsarbeit nachgehen, nur um etwas zu tun zu haben, weil ich es nicht für sinnvoll halte, in dem jetzigen System irgendeiner Arbeit nachzugehen. Deswegen, also das, was mich am meisten glücklich macht, oder zumindest, ich sag mal lieber, zufriedenstellt, befriedigt, weil das ist für mich mehr der Begriff, mit dem ich arbeiten kann. Was mir Befriedigung verschafft, ist hier an diesem Sinn, solche Gespräche, solche Diskussionen, so ein Austausch und dann natürlich auch zu schauen, dass das ans Laufen kommt, weil das ist im Moment das, wofür ich brenne.
ansonsten ist es natürlich schön, ich habe eine Freundin, krieg was zu essen und so weiter. Also es sind so Kleinigkeiten, die dann auch noch ergänzend sind, aber das ist das sozusagen, also hier Kriterien ist im Moment mein Haupt, was mich am meisten befriedigt, wenn es da vorangeht, und am meisten frustriert, wenn ich wieder einen Monat ohne Vortrag bin. Also meine Frage geht in die Richtung, letzten Endes, wie wird es organisatorisch, gesetzlich, beziehungsweise die Überwachungsfunktion dieser gesamten Organisation, die ja mehr oder weniger zentral dominiert ist, wie wird die überwacht letzten Endes hier? Die sagen ja wohl Vertrauen hier. Nun gut, Vertrauen ist ja letzten Endes hier sicherlich eher eine angenehme Sache, wenn man eben eine Gesellschaftsänderung macht, aber man muss eben von tatsächlich Menschen ausgehen, letzten Endes eher, da ja hier eben nicht hier nur Idealismus und Ding propagiert. Das heißt also letzten Endes hier, Sie müssen ja sicherstellen, dass eben hier in dem Gesamtsystem nicht einer manipuliert, sondern das muss ja demokratisch mehr oder weniger in einer Genossenschaftsform oder wie auch immer installiert sein. Oder wie soll das funktionieren? Es sind mehrere Elemente. Das eine ist, war das schon die ganze Frage, oder? Ja. Ich habe mich natürlich damit beschäftigt, wie ist im Moment die Rechtslage in Deutschland? In welcher Form kann ich was aufsetzen? Genau, BaFin ist so die eine Sache, rechtliche Situation, warum kann ich kein Bargeld rausbringen und so weiter, weil da natürlich andere Auflagenprobleme. Das heißt, eine elektronische Komplementärwährung, die sozusagen ein- auf Wechsel läuft und keine direkte Tauschbindung von meiner Seite zum Euro hat, ist im Moment rechtlich offen, das heißt, die ist sozusagen nicht reglementiert. Das heißt, ich falle nicht unter die ganze Überwachung. Mhm. Des Weiteren sind die Richtungen zu sagen, ich möchte erstmal kein Kapitalunternehmen dahinter stellen, weil es geht mir ja nicht darum, Profite zu machen, ich will ja andere Sachen anstoßen. Das heißt, wo ich mich am meisten bisher angefreundet habe, ich fand es interessant, dass noch keiner von Ihnen widersprochen hat, weil ich habe bisher immer nur Stiftung gesagt. Mhm. Stiftungen basieren normalerweise auf Kapitaleinkünften. Mhm. Ist ja eigentlich genau konträr zu meinem Konto. Also um das zu ergänzen, es gibt auch die Möglichkeit einer treuhändischen Verbrauchsstiftung. Das heißt, da ja diese 10 Euro im Monat immer reinkommen oder halt pro Person reinkommen, das ist sozusagen das, worüber dann die Stiftung läuft und ihre Ausgaben finanziert, und die muss sie nicht ansparen und die werden auch nicht aufgehalten, sondern die werden dann direkt wieder ausgegeben und so weiter. Also das ist sozusagen, also das Rechtsrahmen, den ich im Moment vorstelle, ist eine Stiftung, eine treuhänderische Verbrauchsstiftung. In welcher Position ich da genau bin, weiß ich noch nicht, weil auf der einen Seite sozusagen ein bisschen Startkapital reinmachen, bin ich zwar der Stifter, aber auf der anderen Seite will ich lieber auf Seiten des Treuhänders als des Machers, der da irgendwie in dieser Stiftung aktiv ist, was machen. Das mal so zum Rahmen. Ist halt alles noch offen, weil noch nicht die konkreten Sachen gekommen sind, womit zum einen das Ding jetzt gestartet werden muss und die Rahmenstruktur stehen muss. Was dort am meisten ist nachher zur Offenlegung von den Berichten. Natürlich ist die Software dann so zu schreiben, dass man irgendwie nicht an die Datenbank reinkommt, einfach irgendwelche Skripte laufen lassen kann und so weiter. Also ich habe schon mal in einer Bank gearbeitet, ich weiß, dass es da verschiedene Stufen und Ebenen gibt, und irgendwie haben die das hinbekommen. Sehr aufwendig. Das muss man dann halt schauen, wie man das macht. Das Primäre ist für mich, dass tatsächlich in dem Umfang und in dem Ausmaß sozusagen Berichte direkt sozusagen aus der Datenbank täglich ins Netz gestellt werden, zu sagen, das sind die Konten, das ist das Geld, was da ist und so weiter. Und du siehst, das sind so und so viele Personen, das passt zusammen sozusagen mit dem, wie die Geldmenge sein müsste. Also nur, dass da nicht irgendwie aus der Luft noch irgendwie anderes Geld geschaffen wird. Und das ist ja der primäre Missbrauchsschlüssel, zu sagen, ich schaffe da einfach mal ein paar hundert Millionen Geldeinheiten rein und keiner weiß, wo die herkommen, und die sind sozusagen nicht nach den Regeln geschaffen. Oder ziehen wir ein paar ab. Ja gut, das meinte ich ja letztendlich. Also wir müssen ja sicherstellen, dass da eben keiner elektronisch hier ein zusätzliches Ding schafft. Genau, also wie gesagt, das sind die zwei Dinge. Zu sagen, im Endeffekt hier offene Tür, das heißt, Sie können jederzeit dann irgendwo, wo auch immer die Stiftung ist, sozusagen hingehen und sich das wirklich zeigen lassen. Und das andere, die Berichtspflichten, die Sie jederzeit im Internet sozusagen nachgucken können. Wie ist der Status, was entwickelt sich da, wie geht das und so weiter, um zu gucken, ob die Zahlen zumindest plausibel sind. Das kann natürlich alles gefaked werden, aber im Endeffekt, irgendwo ist halt auch Schluss, sie können letztlich Überwachung bis, die können den Überwacher bis zum Überwachen und die Überwachung, das heißt, irgendwo ist es halt eben wieder,
am Ende landen Sie immer bei der Frage, vertrauen Sie oder vertrauen Sie nicht? Weil Überwachung wird Ihnen nie die Sicherheit geben, wenn Sie nicht Vertrauen schöpfen können. Ja gut, aber Sie wissen ja, Vertrauen ist natürlich hier für mich immer auch so eine Geschichte, die virulent ist. Das ist ja, ja, das ist, also im Endeffekt, das Problem kann ich im Endeffekt nicht lösen. Ich kann nur hoffen, dass ich es schaffe einzustehen und dass die mir zumindest so viel Erdung geben als Kontrolle, dass ich nicht irgendwo einen Sitzen anstelle. Also ich bin von mir im Moment überzeugt, dass es ist, aber ich weiß es nicht, wie es in 10 Jahren aussieht, was mit mir passiert. Ich kann auch für mich meine Entwicklung sozusagen nicht abschätzen, aber ich hoffe, dass ich meine ethischen Werte gut reflektiert habe und auch ziemlich stabil da drin bin. Dieses Problem ist ja, das Gehirn ist eines der nicht beeinflussbaren Systeme. Das muss man aber wissen, wenn man das ganz real sehen will. Also jetzt hast du noch jetzt muss es ja nicht unbedingt werden. Meine Frage ging so ungefähr in die gleiche Richtung, aber ich will es ein bisschen weiter fassen. Also wo spielt da sowas wie eine demokratische Kontrolle eine Rolle? Ist ein Geldschöpfungssystem, also es wird, was weiß ich, der EZB sagt man nach, dass sie jenseits jeder demokratische Kontrolle steht. Die Geschäftsbanken sowieso, ja. Und du redest von dir, ich weiß nicht, was mit mir in so und so vielen Jahren ist, dann bist du offenbar immer noch der Chef von der ganzen Geschichte, ja. Ich hoffe, klang jetzt so, ja. Das heißt, wo ist der Wille, also ganz praktisch gesagt, des Demos eingebunden? Gar nicht. Oder funktioniert das, System so, dass es im Prinzip die Kontrolle des Demos nicht braucht? Also das hoffe ich auf jeden Fall, dass es in die Richtung geht. Im Endeffekt, es reicht, dass einige wenige zumindest immer mal wieder ein bisschen kritisch gucken, ob das alles passt. Der Demos an der Stelle ist die Frage, was soll der überhaupt tun? Weil der soll weder irgendwo mitschnabbeln, die Regeln sind fix, die gebe ich vor, die sollen nicht geändert werden, die werden auch in Zukunft nicht geändert werden. Weil ich sehe sozusagen keinen Grund, warum man da irgendetwas sozusagen an den Regeln variabel halten müsste. Das heißt, es gibt nichts zu mitbestimmen. Überwachung kann im Endeffekt jeder selber machen. Dazu braucht es keine Mehrheiten oder Gruppen oder irgendetwas, das kann jeder individuell machen. Es gibt auch keine Form von Geldpolitik. Das wollte ich wissen. In diesem System ist nichts möglich, was eine EZB jetzt zum Beispiel macht. Genau, weil es ist ja sozusagen meine Argumentation gewesen. Man kann nichts machen. Das System, und da habe ich ein bisschen Angst, wenn man sagt, das System ist alles. Nein, Moment. Ich sage nicht, das System ist alles. Ich sage im Endeffekt, das Thema, die Geldmanipulation, die Geldmenge, es gibt keine Notwendigkeit, diese zu steuern. Kein Grund. Aber die 12%, da könnte es da ansetzen, dass da eventuell eine Justage angesetzt wird. Ja, aber so als Ende. Ja. Warum nicht 6%? Deswegen der Punkt da ist, kann doch ich kann muss rein. Ich kann, nein. Eben nicht. Die Sache ist, ich möchte einen stabil. Du darfst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist der Punkt. Ihr könnt so viele Systeme daneben haben, wie ihr wollt. Genau. Ihr könnt 100 Kriterien daneben schaffen. Das ist im Endeffekt die Sache, verlasst euch nicht auf ein System. Also nur weil ich das jetzt vorschlage und so weiter, wenn ihr euch das bei Bitcoin anschaut, es gibt Bitcoin, wisst ihr, wie viele andere Coins es inzwischen gibt? Über 100? 100? 1000? Keine Ahnung. Die Frage ist natürlich, inwieweit die eine Signifikanz erreichen. Das Problem ist, der Markt wird sozusagen von einer Gruppe beherrscht, also der Bitcoin ist sozusagen der Platz und an den kommt nicht wirklich jemand dran. Aber wenn der tatsächlich missbräuchlich verwendet werde, muss es Systeme geben, die das auffangen können. Das heißt, verlasst euch nicht, also im Endeffekt, wenn der Demos etwas machen soll, dann ist es sich nicht auf ein System verlassen und meint, er könne es kontrollieren. Sondern wenn dann mehrere Systeme parallel haben, diversifizieren, risikoaffin, also im Endeffekt, wenn Risiken bei dem einen System sind, lieber Sicherheiten einbauen, indem ich mehr habe, auf das ich dann sozusagen rückgreifen kann, anstatt zu versuchen, ein System sozusagen das Risiko irgendwie rauszubekommen. Das kann ich nicht. Es ist unmöglich, im Endeffekt ein System so sicher zu machen, dass es nicht schiefgehen kann. Und du bist dann auch zufrieden, wenn du einer unter vielen kleinen bist? Ich bin dann zufrieden, wenn die Ziele, die sozusagen hinter dieser Währung stehen, eine andere Gesellschaftsordnung letztlich, das heißt, Erwerbsarbeit als Dogma aufzulösen und zu sagen, der Mensch ist primär dafür da, sein Leben zu leben und dann zu entscheiden, was er mit diesem Leben anfangen möchte. Und das darf er selber individuell entscheiden und nicht, weil irgendjemand dort sagt, du müsstest dieses oder jenes in deinem Leben tun, erreichen oder machen, sondern das darf jeder für sich selber finden und entscheiden. Und das ist sozusagen, wenn das erreicht ist, dann ist es mir auch vollkommen egal. Ich habe überhaupt keinen Grund, sozusagen mich in diese ganze Tradere-Systematik tatsächlich hinzumachen, wenn ich weiß, dass es in meinem Sinne was passiert.
solange das sozusagen in eine falsche Richtung läuft, werde ich mit meinen ethischen Vorstellungen dann hingehen und sagen, ich halte es für besser, dass eine Gesellschaft nach diesen Regeln funktioniert. Hier waren die sozusagen jetzt ein bisschen in dieses Geldsystem gegossen, so als neue Geldordnung, die aber letztlich eine ganz andere ethische Basis schaffen soll, wie die Menschen in der Gesellschaft miteinander umgehen. Super. Ich glaube, das war jetzt ein super Schlusswort. Ja. Ich danke Ihnen, euch und besonders Ihnen, Martin.